das nicht. Mach das doch selber. Digga, du willst doch streamen. Scheiße, Mann. Wieso? Nein, wenn ich sage nein, dann meine ich auch nein. Digga. Mann, ey. Immer wird man zu einem genötigt. Man hat keinen Bock und dann muss man... So, jetzt geht das schon los. Musik noch abwarten. Du bist so der Otto. So, moin Freunde, moin Leute. Ja, ich soll jetzt hier wieder den Kram machen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an mich erinnern könnt. Björn. Björn, mein Name. Und normalerweise macht das ja hier GK, aber... soll ich sagen? Nee, muss er nachher selber erzählen, ne? Ja, ich hoffe jetzt, ich muss nicht zu lang machen. Weißt du, da bin ich einmal hier bei GK, ne? Um ein bisschen davon mein Problem zu erzählen, ne? Mit meiner alten, ne? Chantal da, die alte Sumpfnadada, ne? Hatte mich da echt mit diesen einen Lappen da betrogen, ne? Nö, wieso? Ich kann den Leuten das so erzählen. Vielleicht interessiert die das ja ein bisschen. So, und Chantal, sonst eine ganz Liebe, kann man nicht sagen, so. Jetzt vor allen Dingen, sag ich mal, vom Optischen ist sie eine ganz Liebe. Weiß, was ich meine, so. Und nun stellt sich heraus, das ist das größte Mischstück auf zwei Stelzen. Weißt du, was ich meine jetzt, so? Also jetzt so vom Ding her. Richtig das Lude, richtig das Dirty Ding. Ja, ich zwitsch mal um hier auf die andere Kamera, weil das ist mir auch jetzt ein bisschen zu blöd, hier immer nur so zu hocken, ne? So, ja, dann erzähle ich das jetzt so nochmal. Und dann können wir mit deinen ganzen Rotz da ja starten. Aber ich kann doch erstmal hier ein bisschen auch was von mir erzählen, ne? Sollen die Affen mich nochmal kennenlernen da? Deine tollen Zuschauer da. So peinlich, was du hier machst immer. Das ist immer total peinlich. Ja, also nochmal. Ich bin Björn, moin moin, ne? Und GK hat noch ein bisschen was zu tun, sag ich mal so, ne? Erzählst du das nachher selber oder erzählst du das nicht? Sonst erzähle ich das. Ach, das ist so der Lackaffe, ne? Ja, also, sag mal, habt ihr auch schon mal eine Freundin gehabt, die euch betrogen hat? Oder was? Ja, ich rede jetzt mit euch, da ihr Affen, ne? Schizo-Gang oder wie ihr euch da nennt, ne? Schizo-Gang, Leute, ganz ehrlich, ey. Was das hier für eine Gurkentruppe, ey. Aber egal, irgendwie gehöre ich ja mit dazu, so gesehen, ne? Insofern sollte ich vielleicht ein bisschen netter sein, ne? Okay, pass auf. Chantal, ne? Chantal und ich, wir waren da jetzt mehrere Jahre zusammen, sag ich mal so. Und das war schon eine innige Liebe und so, ne? Auch beziehungstechnisch war das jetzt, muss ich schon sagen. Also, wir waren da jetzt gute 3 Jahre zusammen. Das war jetzt, für mich war das die längste Beziehung, ne? Was? Doch, das ist, also ich finde, das ist schon eine ziemlich lange Zeit. 3 Jahre, 3 Jahre war ich da mit Chantal, und ich sag mal so, nur küssen und anfassen war nicht. Da war schon durchaus mehr, aber das gehörte ja gar nicht her. Ne? Erst ab 23 Uhr darf ich hier wegen Jugendschutz und so, ne? Da darf ich die dirty Geschichten auspacken. Aber bis dahin hoffe ich, habe ich mich hier wieder vom Acker gemacht und der Spacko ist selber am Start, ne? So, Leute. Ja, da sagte er mir gerade kurzfristig, wie gesagt, ich habe ihn hier gerade besucht, sagt er kurzfristig zu mir, pass auf, es geht jetzt wieder los, da mit dem Streamen, mach das mal. Ich sag, was soll ich machen, Digga? Er so, ja, stell dich da mal hin und dann plauder da mal ein bisschen, halt die Leute mal ein bisschen bei der Stange, ich hab noch was zu tun, ne? Ich darf ja nicht sagen, was, aber ich hab noch was zu tun, hat er gemeint. Ich sag, alles klar, wie du meinst, du alter Vollpfosten. Und jetzt stehe ich hier und jetzt haben wir hier gemeinsam den Salat. Ich denke mal, ihr seid zum größten Teil angewidert von meiner Persönlichkeit, ja. Und ich sag mal so, ich finde das hier auch nicht geil, ne, Stream und so. Und mein Mann, man wird mit so einem Mist erfolgreich. Der ist so blöd manchmal, der Kerl, ne, aber komm. Ne? Ihr unterstützt den Deppen ja auch noch, Alter. Schelle auf deinen Nacken, du Opfer. Oh, das ist mir echt so eine Schlumpfine, der Alte. Ja, und auf jeden Fall hier auch, um hier nochmal zurückzukommen.
Ne, die Geschichte da mit der Dings, Chantal oder was? Was ist das denn für eine Dirty Bitch? Jo, ich kann das ruhig mal so sagen jetzt. Nein! Weißt du was? Das ist mir scheißegal, ob das jetzt noch keine 23 Uhr ist, ne? Aber wenn ich meine, dass das eine Dirty Bitch ist, ne, dann sag ich das auch. Ne, da kenne ich gar nichts. Dann nehme ich auch kein Blatt vom Mund. Das ist mir echt total Banane. Weißt du, was ich meine? Oder weißt du es nicht? Achso, ja, ich soll ihn in Ruhe lassen, weil er ja noch zu tun hat. Ja, Chantal, was ist denn das gewesen? Wir waren 3 Jahre zusammen, du blöde Kuh. Ich sag dir das jetzt mal so direkt, ja. Das ist jetzt eine Ansage an Chantal und an alle Dirty Bitchen, die da draußen noch so rum wackeln da mit ihrer Dreckskiste, ne? Ich sag es jetzt, wie es ist. Es ist mir egal. Wenn das irgendein nicht passt, dann soll er jetzt ja wegklicken, Mensch. So. Chantal und der Rest der ganzen Bande da, ja, ihr Dirty Weiber da, ne? Sag mal, was meint ihr eigentlich, wer ihr seid, ja? Nur weil ihr geil aussieht, oder weil ihr schlank seid, ja? Weil ihr da, ich sag mal, so ein paar schöne Titties habt und so, ne? Ja, wie, ja, ist ja so. Das ist ja das, was die Dings da hauptsächlich ausmacht, die Chantal, ne? Ich sag mal vom Kopf her, ne? Sie hat zu mir immer gesagt, sie sagt, bei mir ist weder das Optische noch die Intelligenz vorhanden. Ich hab das nie ganz verstanden, was sie da jetzt genau mit sagen wollte, ne? Aber ich glaube, das war durch die Blume gesprochen, wie das die Frauen da so manches Mal machen, eigentlich eine ganz nette Geschichte gewesen, ne? Ich glaube, das war eine Art Kompliment, ne? Sagt man so, ne? Ich schau mal kurz in den Chat. Ah, ja, das überrascht mich nicht. Da steht natürlich nichts, ne? Schaut wieder keine Nase zu, ne? GK, kannst abbrechen den Stream, Digga. Schaut eh keiner zu, ne? Das juckt dir doch keinen. Ob der on ist, ob der nicht on ist, ne? Außerdem hast du selber Schuld, Torfnase. Sagst erst, du kommst um 20 Uhr und jetzt haben wir das hier schon nach 21 Uhr. Ich meine, so kann das auch nichts werden. Hä? Ach ja, ich soll ihn in Ruhe lassen. Oh, er hat ja noch was zu tun. Deswegen stehe ich ja hier überhaupt, ne? Ja, also das ist wirklich, also mit der Chantal, ich muss sagen, das hat mich tief getroffen. Ja, damit rechnest du ja nicht, ne? Da bist du da schon so lange mit der alten Schabracke zusammen. Denkst, Amore mio, und zwar forever and ever and ever. Und das hält für immer, oder was? Und dann kommt da plötzlich so eine Schelle da hinten in den Nacken gedroschen. Dass mir Hören und Sehen vergangen ist, das kann ich euch aber mal flüstern. Ne? Du? So war's, Alter. Ne? Da denkst du, alles klar, Handschellen kann ich jetzt erstmal auch wieder ablegen. Ja, haben wir ja auch schließlich 1 Jahr lang so gemacht. Habe ich sie privat zu Hause immer ans Bett gefesselt. Ne? Damit da, ja, das kann man ja auch. Wieso? Das ist eine gängige Praxis, das macht man so. Mensch. Es muss sich doch erstmal das Vertrauen entwickeln. Da fesselt man doch erstmal ein von Anfang an am Bett. Das kennt man, das kennt ihr doch. Das ist doch jetzt nichts Verruchtes. Das ist doch jetzt nichts. So. Und so war das mit der Chantal, ne? Und dann legst du dir nach 1 Jahr die Handschellen ab und was ist? 2 Jahre später, da brennt sie mir da durch, ne? Ne? Da brennt sie mir da durch, Alter. Damit rechnest du ja nicht, ne? Ich hab im Kopf schon vor meinem geistigen Auge, ja, you understand me, hab ich schon die Hochzeitsglocken bimmeln sehen oder was? Ja, ich hab doch mein Leben da schon längst mit der, ich hab doch schon gesehen, wie wir zusammen graue Haare kriegen, ja? Wie wir da irgendwie 2 bis 3 bis 4 bis 5 Butschis da zur Welt gebracht haben, ne? Ich hab sie echt schon so als meine zukünftige Wurfmaschine gesehen. Aber da irgendwie wollt sie ja wohl scheinbar nicht, ne? Kommt da so ein Bodybuilder an, da so. Ja, ui. Oh, der hat Muckis im Arm. Oh, ui. Der hat sogar Muckis im Bauch. Ja, wofür man die auch immer braucht, ne? Wahrscheinlich, damit man so ein bisschen die Luft besser komprimieren kann. Damit das Energische aus der Rosette da rausrauscht. Weißt du, was ich meine? Ja, wofür brauchst du sonst Bauchmuskeln? GK. Hörst du mir überhaupt zu? Du guckst mich gar nicht an, wenn ich mit dir rede. Ach ja, der hat das zu tun. Deswegen soll ich das ja auch hier machen. Ich guck mal im Chat. Ich wette, ja, oh Wunder. Um einer hätte es mich geplättet. Aber auch nur, wenn da was gestanden hätte. Aber da steht da nichts, weil es läuft nicht. Es läuft einfach nicht, GK. Ich kann mich jetzt ja auch auf den Stuhl setzen. Und ich kann mir hier vor laufender Kamera ordentlich mal ein... Aber das wird kaum interessieren, weil da keiner zuguckt. Das ist es nämlich. Es guckt keiner zu.
Das interessiert einfach keine. Hier, Viertel nach neun. Wir sollen jetzt hier zugucken am Freitag. Du bist so die Torfnase, Digga. Hast du mal dich auf Twitch umgeschaut? Da gibt's ja wesentlich bessere Sachen als der Rotz hier, den du hier veranstaltest. Funny Games? Funny Games? Funny Games? Merkst du eigentlich noch was? Oder was ist denn bei dir verbrannt? Funny Games will er hier machen. Alter, wach mal auf, wir haben 2018, du Torfnase. Funny Games am Arsch, Digga. Ne? Das ist so ein Depp. Funny Games, allein das auch noch als Titel zu benutzen, ist richtig erbärmlich. Aber da wundere dich nicht, dass keiner kommt, weil Funny Games am Arsch nämlich. Ne? Was ist das hier? Ne? Das will nämlich keiner sehen. Also insofern verstehe ich euch. Ne? Ja, natürlich würde ich da jetzt auch nicht zuschauen. Ja, aber wenn ihr zuschaut, ne? Leute, dann kommt ruhig in den Chat rein und dann meldet euch, ne? Weil das ist Blamage, Digga! Das ist eine Blamage! Wenn da jetzt einer kommt, ey, ich lach mich checkig, ne? Da ist einer schon im Chat. Ich werd wahnsinnig, ich guck mal ihm. Oh, das ist Dings, das ist er wieder, du. Das ist der Dings hier, der immer hier den Kopf nicken. Ich werd wahnsinnig, du. Moin, moin, was geht, Alter? Ja, wir haben uns ja auch schon mal gesehen, ne, Björn? Ich war da schon mal in einem Stream da von den Lackaffen da. Und jetzt, er hat zu tun, sagt er. Er hat zu tun. Ich soll doch bitte mal anfangen hier mit dem ganzen Mist. Aber mir ist das so egal. Hier, mich interessiert der Kram hier gar nicht. Ne? Mir ist das so egal. Ich labe einfach hier meinen Scheiß. Das ist mir so egal. So, was hat er denn geschrieben? Grüß Gott, Seppel, ja. Moment, meinst du mich jetzt oder was? Machst du mich gerade an, oder was? Meinst du jetzt, ich bin hier Seppel, oder was? Jetzt pass mal auf, ne? Ich weiß ja nicht, wie du aussiehst, ne? Aber wahrscheinlich mindestens genauso wie ich. Ja? Also insofern pass auf, ne? Ich weiß, wo dein Computer steht. Weiß, wo dein Computer steht und ich würde da sonst auch mal gegentreten. Also da nimm dich in Acht, Digga, ne? Du? Hm? Schizo-Gang hier, das ist wirklich, also Schizo-Gang, du lässt ja auch Sachen einfallen, das ist nur peinlich, was du machst, aber ist egal, ne? Oh, jetzt hat er was geschrieben, GK, jetzt battelt er mich bestimmt, warte, ich guck mal eben. Privatchat, Alter. Digga, Privatchat, da gibt es eben, Alter. Privatchat, Junge, Privatchat, mal die Platt, mal die Platt. Ach Mist, nee, da muss man ja auch vernünftig schreiben können, das kann ich ja, das ist nur so mittelbedingt, ne? Ja, ich sollte ja vorhin schon, als der Countdown hier losging, sollte ich auch für ihn den Ticker, der immer oben durchläuft, sollte ich für GK schreiben, ne? Digga, und weißt du, was mir passiert ist? Ich habe Quiz mit S geschrieben. Was ist das denn? Oh, es ist mir so egal, weil es guckt ja eh keiner. Ist eh kein von deinen Deppen da aufgefallen, weißt du, was ich meine? Deine Schizo-Gang hat eh keiner gemerkt, dass Quiz mit S geschrieben war. Ah, egal, komm, ist egal. So, also Privatchat, ne? Dann mache ich dich aber platt, Digga, das sag ich dir. So, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu labern hier. Kannst du jetzt mal kommen oder was? Wie? Hm? Digga, das war nicht vereinbart. Was heißt jetzt hier? Das dauert noch so lange. Ich sollte doch nur... Ja, ich will vielleicht nach Hause. Nur klar wartet da jemand auf mich. Du Eiernacken, du. Du Eiernacken. Da wartet keiner auf mich, sagt er, ne? Oh Mann. Das ist... Du weißt aber auch immer, wie du in my heart triffst, ne? Voll rein, aber mitten rein. Das diskutieren wir nochmal zu einem späteren Zeitpunkt aus, ne? Ja, gut, okay, ja, Funny Games. Ja, Digga, dann musst du auch mal starten hier mit deinen ach so tollen Funny Games, ne? Ich meine, ja, so, warte, ich guck mal wieder rein da. Zwei Zuschauer, GK. Kannst Urlaub buchen, ne? Kannst Urlaub buchen. Zwei Zuschauer, da hast du was erreicht. Du alter Lappen, du. Der feiert sich wegen zwei Zuschauern, du. So, okay. Was steht da noch? So, one versus one. Aha, aha.
Naja, also das ist eigentlich genau meine Kampfmethode, ja. Kratzen, beißen, Haare ziehen und treten. Da bin ich richtig der Meister, Alter. Ich komme mit meinen Füßen so hoch, da denkst du gar nicht dran, ne? Also ich sag mal so, auf Augenhöhe, ja. Außenstand, 1 Meter von dir entfernt, auf Augenhöhe, direkt mit meinem Zeh, mit meinem dicken Zeh hau ich dir da zwischen dein Eis, Alter, ja. Genau, Middle Point to Earth. Weißt du, was ich meine jetzt hier? Das war ein kleiner Insider. Ja, das war ein kleiner Insider. Ja, ansonsten, ich erzähle das nochmal mit der Chantal, oder? Ich erzähle das nochmal mit der Chantal ganz kurz. Jo, mit der Chantal da, mit der alten Schabracke. Ich bin mit Chantal 3 Jahre lang zusammen gewesen, ne? Das lässt mir auch keine Ruhe. Ich war 3 Jahre lang, ja, 3 Jahre lang. Nee, so, 3 Jahre war ich mit Chantal zusammen. Ja. Und denk nichts Böses, ahne nichts von dem, was sich da angebahnt hat. So, und dann, ja, brennt sie mir da mit diesem Macker durch, ne? Nur weil der ein bisschen Muckis in den Armen hat und im Bauch, ne? Wozu brauchst du Muskeln im Bauch? Ich raff es bis heute nicht. Ja, und ich verstehe es auch nicht, weil ich meine, ich konnte doch alles bieten, was ein gut aussehender Mann halt so bieten konnte, oder nicht? Oder was? Jetzt? Schon, ne? Ja. Ja, also ich kann auch bieten, was eine Frau verlangt, kann ich doch in alle Maßen erfüllen, oder? Oder? Ja, siehste. Ja, oh, warte, im Chat, da geht es richtig krass ab. Wenn du das sehen könntest, GK, du deine Unterhose, wenn das. So, warte, ich schau mal eben. Ja, letzte Runde, ne? Ganz ehrlich, Kopfnicken, hast du auch schon mal eine Flamme gehabt, die dich so richtig krass verarscht hat, ja? Wo es dir bis hierhin anschließend stand, ja? Wo du am liebsten, ja, wo du am liebsten gezeigt hättest, wo hier der King Louis ist, ne? Ja. Gab's bei dir auch schon mal eine ähnliche Situation, sag ich mal so jetzt, ja? Eine ähnliche Situation, ja? Dass eine Madame deines Herzens gesagt hat, Kopfnicken, ich verarsch dich, hahaha. Und du hast das hintenrum rausgekriegt. So war es bei mir und Chantal nämlich. Die olde, nee, darf ich ja jetzt noch nicht sagen. Erst ab 23 Uhr darf ich das schlimme Wort sagen, ne? Ja, das ist gut, dass du mit mir fühlst. Ich brauche auch so ein bisschen ein paar aufbauende Gefühle. Vielleicht könnten wir uns ja dann doch nochmal anfreunden, ohne dass wir uns im Privatchat duellieren. Ja? Du bist scheinbar ein feiner Kerl. Naja, was soll's. So. Und da ist sie durchgebrannt da mit ihm, weil der Bodybuilder ist oder was weiß ich, ne? Solche Geschichten musste ich mir anhören. Und dann brennt die da mit dem Eiernacken da durch oder was? Ich habe nur eine Staubwolke von der Alten gesehen, ne? Hat nur noch nach Chanel gerochen, ne? Aber gesehen habe ich davon nichts mehr. Jo. Das war's, ne? Hätte ich das gewusst, hätte ich das ein bisschen öfter genossen, wie sie mit ihrer geilen Kiste immer am Rumwackeln war. Weißt du, was ich meine? Aber jetzt kriege ich davon nichts mehr mit, ne? Jetzt heißt es immer nur noch, do it yourself, ab in den Handmodus wechseln, ne? Ach so, 23 Uhr, Jugendschutz. Ich darf sowas gar nicht sagen, ja, wegen Jugendschutz. Darf ich gar nicht sagen, sowas. Ja. Okay, egal. Ich habe jetzt hier genug aus meinem Privatleben erzählt. Das wollte ich eigentlich alles gar nicht. Weißt du, dass ich das nur mache, damit die Zeit hier irgendwie verstrichen wird? Du Nacken, du Affe. Weil du da die ganze Zeit rumhühnerst da nämlich, ne? Soll ich das jetzt mal erzählen, was du die ganze Zeit da machst, du? Wenn ich das erzähle, Alter, dann sind die alle weg, deine Follower. Dann sind die alle weg, wenn ich erzähle, was du da machst. Ja, komm, dann starte ich jetzt hier mal. Ich setze mich hier mal an den PC da. Leute, dann, wenn er dann noch braucht, ne? Aber das stelle ich dir in Rechnung. Ich mache das ja nicht umsonst, ne? Du Depp, du. Also da will ich mindestens 2 Steaks auf dem Grill gratis haben, ne? Wenn du das nächste Mal grillst, ne? Noch ist der Sommer nicht weg. Noch ist er nicht weg, sag ich mal so, ne? So, moin moin, nochmal für alle, die vielleicht jetzt mal zuschauen. Weiß ich doch, tut doch keiner. Ja, also, ich bin Björn. GK ist da hinten noch irgendwie, doktort da noch ein bisschen rum, sag ich mal so. Ne? So, erstmal auf Schizogang. Auf die Schizogang. Meldung. So. Ich muss mal ein bisschen gucken jetzt hier. Was hat er hier aufgeschrieben, der Depp?
Digga, das ist ja wohl jetzt ein Spaß, ne? Ich sehe das da gerade im Chat. Ich will jetzt mal ganz, ganz stark annehmen, dass das ein ganz dumm überlegter Spaß von dir ist, ne? Weil wenn du der Bodybuilder bist, ich weiß nicht, wie du aussiehst, auch wenn du der Bodybuilder bist, ne? Digga, wenn ich dich in die Finger kriege, ne? Na, obwohl, komm, sollst du die Chantal haben, das ist nämlich ein Drecksluder, das hast du noch nicht gesehen. Und 1, 2, 3 ist es auch bei euch vorbei. Ja, ne, weil einmal Wanderdings, immer Wanderdings, die ist immer läufig, ne? Also insofern, die kannst du auch nicht lange festhalten, außer du machst es wie ich und bindest sie erstmal mit Handschellen am Bett fest, ne? So habe ich das ja auch ein Jahr lang gemacht, bis ich das Vertrauen aufgebaut hatte. Dann habe ich sie losgelassen. Na, siehst ja, 2 Jahre später, ne? Da war die mehr eine offene Schere als irgendwie eine zusammengeklappte. So, wenn du verstehst, was ich meine, ne? So, Freunde, was hat der Depp denn jetzt hier überhaupt? Was will er hier überhaupt machen immer? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie funny games. Ja, genau. Genau. Mit den Dingsen in den in das Dings und dann wird das aber richtig klitschen das. Boah. Ich soll nicht rülpsen. Mein Gott, stell dich nicht so an, ne? So ein Eiernacken. Das macht doch jeder mal. Das kann ich doch jetzt hier ruhig auch vor der Kamera machen. Mein Gott. Zu Hause rülpst du auch jeder rum und vorätzt und so. Mein Gott, Alter. Das ist aber auch... Du bist eine Pussy, bist du. Und nichts anderes bist du. Ne? Richtig dummer Pussy. Richtiger Spießermacker. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Lackaffen befreundet bin. Ja, doch, weiß ich. Doch, weiß ich. Weil er mir finanziell immer aus der Patsche hilft, ne? Aber, ist ein Geheimnis. Unter uns bleibt das, ne? Ja, ja klar bleibt es unter uns, ne? Ich meine, unter wen auch sonst? Schaut doch keiner zu. Schaut doch gar keiner zu hier. Ah, 2 Zuschauer. Ich werd weich in der Birne. Ja, scheißegal. So, denn hier, was hat er aufgeschrieben? Digga, du hast hier, das ist wieder eine Zettelwirtschaft. Ich weiß gar nicht, was hier Sache ist. Hm? Oh, nee, dann mach das selber. Mach das selber. Oh, ich weiß noch nicht, wie du dir das hier gedacht hast jetzt. Ich soll ganz kurz erklären, was das hier mit der Grafik an der Seite auf sich hat. Er hat das hier mal aufgeschrieben. Da läuft die Zeit rückwärts. Liebe Schizos, ihr könnt die Zeit aufhalten. Sie darf nicht auf Null laufen. Das ist wie im Dschungelcamp. Dort müssen die Bewohner immer versuchen, das Feuer am Brennen zu halten, indem sie rechtzeitig Feuerholz suchen und das Feuer vor Regen schützen. Hier ist es ähnlich. Die Zeit darf nicht auf Null laufen. Wie könnt ihr das verhindern? Indem ihr mich unterstützt. Digga, bist du so ein Spaß, der hier deine Zuschauer abzieht oder was? Kann ich gar nicht leiden, sowas. Blende ich gleich aus, den Mist hier. Komm, wo ist der Knopf? Das gibt's gar nicht. Unterstützen. Der braucht nur Unterstützung. Na, das sag ich lieber nicht. Ich hab gar nichts gesagt, Digga. Ich hab gar nichts gesagt. Ja, finde ich jetzt den Knopf nicht. Na, er sagt hier auf jeden Fall: Unterstützen. Mit 1 Euro kann man die Zeit um 5 Minuten hochpushen. Da das Minimum aber 2 Euro beträgt zum Unterstützen, könnt ihr direkt mit 10 Minuten hochpushen. Dann aber mit jedem weiteren Euro um 5 Euro. Machst das auch noch voll kompliziert oder was? Wo ist das denn jetzt hier irgendwie ein funny Game mit deiner dämlichen Zeit? Das ist so die hohle Nuss. Mit einem Abo könnt ihr die Zeit um 1 Stunde hochpushen. Und mit einem Bit um 5 Sekunden. Sag mal, hat er noch gar nicht gerafft. Das geht doch noch gar nicht mit Abo und Bit. Du Dödel. Da musst du doch erstmal hier so ein Twitch-Partner sein oder so. Das ist einer. Kannst gleich knicken. Läuft die Zeit eh auf Null. Depp. Ja, gut. So, aktuell steht da Lenzoman. Lenzoman hat 2 Euro und 8 Euro gespendet. Ach so. Das war nur zum Testen mit den 2 Euro, ob das funktioniert. Und die 8 Euro hat er ihm noch geschuldet. Deswegen, naja, hast du wenigstens schon mal 10 Euro zusammen da von deinen 70 Euro. Was willst du dir kaufen? 2 Studiolichter mit verstellbaren Armen. Ja, am Arsch, ne? Ich wünsche mir auch so das eine oder andere, aber das kriege ich auch von niemandem geschenkt, ne? Seitdem ich nicht mehr an den Weihnachtsmann glaube, ist auch die Illusion verpufft, sag ich mal so. Ja, gut. Jo, ich hoffe mal für GK, dass sich der eine oder andere Nacken hier noch im Laufe der Zeit einfindet. Insofern,
soll ich das hier mit den Fehlerbildern erstmal starten? Weil das, das kann nur jeder für sich einfach machen, ne? Ich sag mal, da muss man ja noch nicht unbedingt aktiv im Chat sein, ne? Das kann nur jeder für sich entscheiden. Mit den Fehlerbildern. Hast du mir irgendwo die Lösung aufgeschrieben? Die Lösung! Das ist, ich meine, guckt euch das mal an hier. Hier, so. So und so und... Ja, wie soll man da denn irgendwie wissen, was ist das denn hier? Machst du Werbung für Netflix oder was? Hm? Nee? Netflix, 12 Monate Geschenk. Oh. Ja, gut, wie auch immer. So, okay, Fehlerbild. Gut. Was sagt er? Mit GK reden? GK, die Nase will mit dir reden hier. Soll ich ihm das erzählen oder was? Das darf ich nicht. Ja, er hat keine Zeit, er ist ja am Rumdödeln da, ne? Vielleicht erzählt er später, was er da macht. Das solltest du mal übertragen. Mach davon mal einen Livestream. Ja, dann gucken auch wenigstens ein paar Leute zu. Naja, so. Okay, pass auf, ich mach das jetzt hier mal mit den Fehlerbildern, was die Torfnase da sich überlegt hat. Aber dafür blende ich das hier mal aus mit dieser dämlichen Grafik. Das wiederholt sich hier eh nur andauernd. Ja, Lenzoman, 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 Lenzoman. Als hätte er die ganze Zeit andauernd gespendet, ja. Du brauchst mal eine Blutspende, damit du mal wieder auf Trepp kommst, die Luftpumpe. Ja. Und hier, wer ihm alles folgt, läuft da auch im Dauermodus durch. Digga, das kannst du auch abschalten, das bringt nichts. Das schockt doch erst nur, wenn hier neue Leute dazukommen. Der hat das ganze System ja auch noch nicht kapiert, ne? So, pass auf. Hau euch jetzt hier mal die Fehlerbilder rein. Pass mal auf. Schaut mal hier. So schaut das aus. So. Links steht jetzt Original, rechts Fehlerbild. Damit es da in keinster Weise eine Verwirrung gibt. Digga, du hast links groß geschrieben, Original, und rechts hast du das nicht groß geschrieben. Jojo, soll so sein, ne? Genau. Und ich heiße Beate. So, also. Jo, dann sucht doch mal die Fehler, ne? Wenn ihr Bock habt. Jo, ich soll nur sagen, da sind mehr Fehler, als ihr glaubt. Hat er mir das jetzt hier irgendwo aufgeschrieben, der Dödel? Ach, da. Gut, so, und wie geht das jetzt hier mit den Kringeln, dass man das schon mal markiert? Also, wie viele Fehler da drin sind, soll ich nicht sagen. Ihr könnt erst einmal schauen, ob ihr überhaupt welche findet und wie viele. Und dann würde ich mich im Laufe der Zeit dazu äußern, wie viele es denn sind. So. So. Ach, das ist mir der Chantal. Lässt mich nicht los. 3 Jahre waren wir ein glückliches Pimperpaar. Und jetzt auf einmal. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Allein wie der heißt. Steve. Steve, wie Steve Urkel. Tschüss. Das ist ein Name. No, ich will euch nicht ablenken, ne? Oh. Aber ist doch wahr. Denkst du, du hast die Liebe deines Lebens gefunden, ne? Nein, muss die gute Frau sich nochmal ein bisschen austoben gehen, oder was? Blödes Mischstück. Na, egal jetzt. Aber ist trotzdem blödes Mischstück. Digga, das sind aber wirklich viele Fehler, da hast du recht. Ich dachte, du machst hier immer nur irgendwie 2, 3 Fehler, aber das nimmt doch gar kein Ende hier. Ach du heiliger Strohsack. Muss ich selber erstmal finden, um die Kringel dahin zu machen.
Deine tollen Notizen, die bringen mir auch nicht viel. Diese krakelige Hieroglyphenschrift kann sowieso kein Schwein entziffern. Er redet nicht mehr mit mir. Er ist wohl beschäftigt da. Ah, ich darf ja nicht so viel sagen. Aber ich sag mal so, das was bei mir schief läuft, scheint bei ihm gerade top zu laufen. Hat er noch nicht mal mehr Zeit zum Stream. Verzögert das hier schon um eine Stunde, weißt du, weil er da am... Und jetzt kann er immer noch nicht. Egal. Ja. Hier, einer deiner Zuschauer hat geschrieben, er hat 6 Fehler gefunden. Soll ich sagen? Ach, der redet nicht mehr mit mir. Der ist wohl gerade ziemlich aus der Puste, nehme ich an. Ja, dann, 6 Fehler ist schon mal sehr gut. Nick, sehr, sehr gut. Aber immer noch zu wenig. Immer noch zu wenig. Aber schon sehr gut. Nicht, wie lange ich jetzt hier hat er nicht mal gesagt, er wollte mal eine Zeit irgendwie einblenden, wie lange man nur Zeit hat zum Fehler suchen oder was? Ich meine, wie lange soll das jetzt hier gehen? Naja. So. Also, ich löse jetzt auf. Der ist selber ganz aufgelöst. Ja, also ich löse mal auf. Es sind 7 Fehler. 7 Fehler. So, das ist mal, da hat er sich aber mal eine ganze Menge da zusammengeeiert, da der Nacken der. So, Fehler Nummer 1. Und zwar hier der Poller. Auf dem rechten Fehlerbild blende ich da jetzt immer diese grünen Kringel ein. Da fehlt mitten auf dem Wasser dieser Poller, der links noch zu sehen ist. Fehler Nummer 2 ist, vorne auf dem Schiff steht Küstenwache und auf der rechten Seite fehlt das E am Ende. Dann die Flagge. Die Flagge auf dem Schiff, auf diesem Polizeischiff, die ist hier rechts weg, die Deutschlandflagge. Dann der Rettungsring. Der Rettungsring auf dem Polizeischiff ist hier rechts weg. Und was haben wir hier noch? Ganz hinten, da in der Ferne, ganz rechts, wo da diese 3 Schornsteine im Original sind, sind rechts nur noch 2 Schornsteine zu sehen. Und dann haben wir noch hier vorne am Schiff, von der Küstenwache, da sind so rechts auf diesem blauen, also im Prinzip neben diesem Schriftzug Küstenwache, sind so 4 solche So. Und dann ein Fehler noch, und zwar das zweite Schiff, was hinter der Küstenwache ist, da ist ein Mast dazugekommen. Da ist ein Mast mehr, Freunde. Habt ihr das gesehen oder was? Ja. Das sind alle Fehler. So. Achso, weiter geht's. Noch ein Fehlerbild. Gut, noch ein Fehlerbild. Na ja, denn. Also, Moment. So, ich muss aus hier nur mal eben wieder dingsen. Fehlerbild Nummer 2. Findet ihr alle Fehler? Was hat er da für einen ranzigen Supermarkt fotografiert? Tja. Boah. Digga, es läuft bombastisch mit deinen Zuschauern hier. Ja, das geht hier richtig hoch. 2 Zuschauer. Er freut sich da wirklich immer drüber. Das ist echt 2 Zuschauer.
So, lach mich echt scheckig. So. Ach ja. Leute, in Gedanken bin ich die ganze Zeit bei Chantal, ne? Das lässt mir einfach keine Ruhe da. Mit der Alten, ne? Da denkst du irgendwie, du kennst jemanden in- und auswendig und dann. Ja. Dann lässt sie es zu, dass jemand anderes sie vor allen Dingen nochmal von innen kennenlernt. Also, das ist wirklich, also, da muss ich wirklich sagen, da bin ich rein menschlich von der Chantal, bin ich da so enttäuscht. Ich glaube, ich kann einer Frau niemals mehr vertrauen. Das bedeutet für mich natürlich, statt ein Jahr lang nur ans Bett fesseln, würde ich da jetzt schon gucken, dass ich das grundprinzipiell so einführe, ne? Ja. Und wenn man rausgeht, ja, da gibt es ja diese Leinen, die man so extrem lang ausfahren kann, ne? Ja. Ja. Naja. Ist jetzt auch nicht so die feine Art, sag ich mal so, zukünftig das Leben zu bestreuten, ne? Sicherlich mache ich da meine zukünftige Perle extrem unglücklich mit, wenn ich sie nur noch ans Bett fessel. Aber was nützt das? Das geht ja gar nicht anders, ne? Insofern, also wenn sich doch einer auf mich einlässt, ich würde mal über diesen Wege jetzt hier sagen, wenn dann doch mal die ein oder andere Dame zuschaut, auch wenn ich jetzt, vielleicht auch im Nachhinein, wenn das Ding gar nicht mehr live ist, ja, ihr Dösbuddel hier, wenn da die ein oder andere Perle dabei ist, die sich für mich interessiert, ich bin ja ein bildhübscher Mann, das kann man ja nicht abstreiten, ich denke, es mangelt auch nicht an Selbstbewusstsein und überheblich ist das Ganze sowieso nicht, dann könnt ihr euch doch gerne mal bei mir melden, das geht natürlich über Discord hier, das kann man das mal über dein Discord hier so einrichten. Da machst du mir den Kai Pflaume? Der macht erstmal selber da die Pflaume, du. So, dann meldet euch, Zuckermäuschen. Ne? Hallo, ich bin's, Björn. Hab mal kurz den Vorhang beiseite geschoben. Wenn ihr süßen Mäusen mich kennenlernen wollt, dann tut das gerne über Discord, über den Chat oder sonst was. Ne? Hashtag Amore Mio. Was willst du denn? Schinkenbrot, was ist das denn für ein Name? Ich lach mich scheckig, Alter. Ich lach mich richtig scheckig. Ach so, hat er das zurückgehalten, ne? Ja, du Lümmel, du musst dich zügeln, sonst wäre das hier nichts im Chat. Ja, ich bin Björn, grüß dich. GK hat im Hintergrund noch zu tun, ich sag nur hier. Hat er mich darum gebeten, dass ich hier den Rotz mal kurz übernehme, ne? Wahnsinn, Alter. Zwei Zuschauer. Ach ja. So, ja, Fehlerbilder hat der Nacken hier gemacht. Hat er Fehlerbilder gemacht, ist er wieder durch Kiel gelaufen, ja, durch seine Big City. Er denkt ja auch, er ist hier sonst wo. Kiel, er lebt in Kiel. Was ist das für ein Depp, ey? Gut, ich komme ja auch aus Kiel, aber nur vorübergehend. Ich bin bald wieder weg. Doch, doch, sicher. Ganz, ganz sicher. Midlife Crisis, ich oder was? Digga. Nein, Mann, aber ich habe gerade erzählt hier, meine alte Chantal, mit der ich 3 Jahre zusammen war, ist sie mit einem Bodybuilder durchgebrannt, die alte Dings. Haben wir schon 23 Uhr? Nee, ah, darf ich immer noch nicht mein Dirty Talk auspacken. Wie viele es sind? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Fehler hat er hier eingebaut. Ein bisschen weniger als davor. Hä? Digga, hier wurde doch gerade angezeigt, deine Nachricht mit, das wird automatisch, wird das gesperrt, ne? Ja. Und, das, können wir hier dann natürlich nicht zeigen, ne?
Absolut richtig der Rotz hier, Digga. Ja, Automode oder wie das heißt. Keine Ahnung. Du weißt, was du für ein Wort benutzt hast. Und das wird automatisch zurückgehalten. Ja, ja. Ja, du hast dich ja selber schon korrigiert. Insofern, Digga, ne? Du hast dich ja schon selber korrigiert. Dann ist doch alles gut. Dann braucht man den anderen Kram ja nicht einblenden, ne? Ja. Siehst du, ich mach gar nichts. Alles automatisch. So, ich muss mich hier auf den Kram hier weiter konzentrieren, was sich der Eiernacken da ausgedacht hat, ne? So, warte mal. Ich habe jetzt hier schon 3 von diesen dämlichen Fehlern markiert. 4. Fehler. Aha. Guck an. Das soll man finden? Wer soll das dann finden jetzt bitte? Wenn das einer findet, ne? Das glaube ich ja wohl nicht. So. Glaube, ich kann mich dann auch mal daran machen, die ach so krassen Fehler hier aufzulösen. Von dem Eiernacken. Das riecht der Eiernacken, du. Der hängt da die ganze Zeit im Schlafzimmer und ist da am... Egal. Egal. Du fühlst dich hart getriggert. Ja, kann mir mal einer sagen, was getriggert heißt? Hm? Ich soll den Rotz hier machen für dich und jetzt kommt mir hier einer mit getriggert. Getriggert? Keine Ahnung. Ja. Was auch immer das jetzt heißt mit hart getriggert. Sorry. So. Ich mach das hier ja nur für den Lappen da. Und mach ihn hier mal seine Schizo-Gang klar, ne? Leute, wisst ihr, was ich meine? Das ist hier ein Mist, ist das hier. Aber gut, ich habe mich wieder breitschlagen lassen, hier ihn zu ersetzen, ne? Ach, Leute. Getriggert, getruggert oder gefuckt. Achso, nee, ich darf das ja selber nicht sagen. Wenn das im Chat ausgeblendet wird, darf ich das selber nicht sagen. Nicht vor 23 Uhr. Jugendschutz. Oh mein Gott. So, pass auf. Fehler Nummer 1. So. Und zwar hier rechts. Da sehen wir das. Da fehlt das Preisschild, das links noch vorhanden war. Fehler Nummer 2. Hier im Vordergrund das Graffiti. Links kann man es noch eindeutig sehen. Fehler Nummer 3. Wo ist denn jetzt der Fehler Nummer 3? Was hat er hier aufgeschrieben? Ach so. Da ist der Fehler. Und zwar bei der Preistafel im Vordergrund. Da fehlt ein Punkt. Da, habt ihr das gesehen? Und der nächste Fehler. Also Leute, wenn ihr das gesehen habt, dann Respekt hier. Die Aprikose, die ist da irgendwie ein bisschen geschrumpft. Mindestens um die Hälfte ist sie kleiner. Also wenn das einem aufgefallen ist, ne, dann Hut ab, du, dann Hut ab. So, und was noch? Eine hat er noch. Ach, hier im Vordergrund, ganz vorne, ist links im Original ein kleines Blümchen noch zu sehen, was da steht. Rechts ist es weg. Das sind die 5 Fehler bei diesem wunderschönen Bild, was er hier geschossen hat. Dass der sich nicht peinlich vorkommt, wenn er da irgendwo vorm Supermarkt steht und die leeren Körbe da fotografiert. Es ist echt so eine Nase, ne? Ich schäme mich so für den hier und was der hier veranstaltet, ne? Das will kein Mensch sehen und ich weiß auch nicht. So, gut, was soll's. So, er hat ein Fehlerbild hat er noch, ein drittes hat er noch vorbereitet. Schauen wir mal, was er da wieder am Start hat. Ja, bist du bescheuert oder was? Wie soll man denn da jetzt in der Ferne irgendwo Fehler erkennen? Ach du heiliger Strohsack. Hat er jetzt eine Welle ausgeblendet, oder was? Ist da eine Welle jetzt weg, oder was? Wer soll das denn jetzt finden? Der hat doch nicht mal den Latten am Dings. Zaun. Ach du heiliger Strohsack.
Ach du heiliger Schoße. Einen Fehler habe ich schon gefunden. Okay, ich habe auch hier abgeluschert vom Zettel. Ach ja, ist das so? Ich denke mal, du willst sagen, das ist dir wieder zu einfach, ne? Ist dir das wieder zu einfach? Ja. Easy. Ja. Der Depp, der weiß vielleicht nicht, was du meinst, aber ich bin ja hier außer Träger, Trager, Druck, weiß ich sonst alles. Ich weiß alles. Gut. Ja, dann lösen wir mal auf. Also hier, Kopfnicken. Was sagst du denn? Wie viele Fehler waren hier denn? Wie viele Fehler waren hier denn überhaupt? So, die Fehlerbilder sind jetzt gleich zu Ende, ne? Dann kannst du jetzt hier weitermachen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich werde hier nur angepupst im Chat. Da habe ich gar keine Lust drauf. Der eine will sich privat mit mir im Chat beulen. Der andere sagt, ich habe getriggert. Ich weiß gar nicht, was will der. 3. Na, sehr gut. So, komm, hau raus. Wo hast du deine Fehler gefunden? Fehler Nummer 1. Der war nämlich wo? Was jetzt? Hallo? Björn an nochmal ich? Wo sind denn die Fehler, die du angeblich gefunden hast? Das ist eine Torfnase hier. Ich sag ja, nur Torfnasen hier. Mein Gott, du. Wenn das so weitergeht, dann fetze ich mich wirklich noch im Privatchat mit dir. Das sage ich dir jetzt schon mal. Und zwar ganz eiskalt. Da kenne ich nichts. Da gibt's keine Ankündigung. Zack. Hast du von mir eine verbale Klatsche im Gesicht. Ja gut, ich löse jetzt auf. Pass auf. Achtung. Einmal hier im Vordergrund. Der Poller. Ja, der Poller. Das wird ja wohl jeder sofort gesehen haben. Wenn das einer nicht gesehen hat, ne? Dann geh mal zum Augenarzt. Du Dösbaddel. So, da im Hintergrund das Gebäude. Das Nebengebäude. Ist im Fehlerbild ein bisschen anders konzipiert, sagen wir so. Da war GK wieder mal ganz kreativ, ne? Hat er da mit den kleinen Backsteinen hat er da ein bisschen rumgebastelt. Und jetzt aber, das muss ich sagen, ist eine fiese Kiste. Hat er hier den Mittelstreifen von den Gehwegplatten, ja, die mittlere durchgehende Fuge, hat er ja komplett entfernt hier. Komplett weg. Na, da hast du aber auch was aus. Und der ist immer noch. Ja, okay. Es bringt nichts. Leute, also. Ja, so bringt es mir hier jetzt alles nichts. Ich würde mal sagen, dass ich jetzt hier mal ganz kurz. Ja, weil so kommen wir jetzt auch nicht mehr voran. Dann machen wir mal kurz hier. Schnitt. Ach nee, ist ja live. Ja, dann machen wir hier. Einen Break. Und ich schau mal, dass er wieder, weil ich auch keine. Ich muss auch nach Hause, ne? Ich habe zu Hause habe ich noch hier so einen Kampfhund, hier so ein. Was ist das? So ein chinesischer Spitzdackel, ne? Ein chinesischen Spitzdackel habe ich da. Und der wartet auch darauf, dass ich ihm wieder seine Beefy da ins Maul schiebe, ne? Boah, schon ein alter Racker, muss ich mal ein kleines Häppchen schneiden, vorkauen und ihn dann oral übertragen, sag ich mal so. Naja, was soll's. So, pass auf, Leute. Dann hauen wir jetzt hier 5 Minuten Break rein und dann hoffe ich, dass er mal seine Hose wieder angezogen hat und dann so. Schönen Abend noch. Ich klinke mich schon mal aus an der Stelle, ne? Gleich für euch am Start, dann GK. Ja, kann ja nur schlimmer werden.
Moin Schizos und herzlich willkommen hier zum Schizo-Streamer heute am Freitag auf Twitch. Puh, ja, ich bin endlich startklar, mein lieber Scholli. Man sieht es mir auch noch ein bisschen an. Ja, ich hatte ein bisschen zu tun, sagen wir es mal so. War ein kleines bisschen beschäftigt. Aber jetzt bin ich ja wieder für euch da. So. Leute. Meine Güte, ich kann euch sagen, also das war nicht ohne gerade. Aber okay, ist wieder eine andere Geschichte. Wollen wir gar nicht weiter drüber sprechen. Ja. Aber ein paar andere Geschichten wollte ich gerne nochmal erzählen. Und zwar, schaut mal hier. Habt ihr das hier im Hintergrund vielleicht vorhin schon gesehen? Als, hier Dings, nochmal übrigens vielen Dank an ihn, an Björn, dass er das hier netterweise spontan übernommen hat. Denn deswegen habe ich ja heute auch ein bisschen später erst hier losgelegt. Eigentlich ja immer ab 20 Uhr und dann ging es erst ab 21 Uhr los. Das lag dann eben daran, dass ich spontan Besuch bekommen habe und deswegen noch im Hintergrund so ein bisschen, naja. Ich will damit jetzt nicht prahlen, aber ja, nicht schlecht. Bin ich also echt schon froh, dass da tatsächlich nochmal meine Cousine vorbeigekommen ist. So, aber die ist jetzt weg. Nö, ja, das ist doch, kann man doch machen. Mein Gott, nicht immer so engstirnig alles sehen. So, und zwar das hier. Habt ihr das hier schon gesehen? Ich habe das ja schon heute Nacht erzählt. Vielleicht hat der eine oder andere das ja schon im Nachhinein jetzt gesehen. Heute Nacht hatte ich einfach gestreamt, weil ich nicht schlafen konnte. Und das ist ja bei mir öfter der Fall. Und dann melde ich mich sonst ja nicht. Aber diesmal habe ich mir gedacht, hey, mache ich einfach mal direkt spontan jetzt einfach einen Stream. Habe das Ganze Nachtschicht genannt. Habe da direkt auch mal einen Ordner für angelegt. Also eine Sammlung angelegt, so heißt es hier bei Twitch, eine Sammlung angelegt und dort kommen jetzt immer die Geschichten rein, wenn ich nachts einfach spontan streame. Also wenn ihr auch nachts nicht schlafen könnt und ihr seid nachts wach, könnt ihr gerne mal vorbeischauen hier auf meinem Kanal, ob es mir gerade wieder genauso geht und ob ich am Stream bin. Einfach ein bisschen plaudern, so wie bei Real Talk auch schon immer, abends ab 18 Uhr, so dann auch nachts, wenn ich spontan streame, könnt ihr also gerne mal vorbeischauen. So, erstmal auch Moin Moin an euch alle, die gerade zuschauen. Ja, Björn hat es zwischendurch ja immer schon reingerufen. Also es war auch wirklich nervig. Da willst du dich konzentrieren auf das, was unter dir liegt. Und dann kommen da immer irgendwie seine blöden Kommentare. Aber ich freue mich über zwei Zuschauer. Auch wenn Björn da irgendwie sich drüber lustig macht. Vielleicht sollte ich den auch nicht nochmal hier streamen lassen. Weil der ist ja irgendwie immer nur, weiß ich auch nicht, beleidigend und mit seinem Vokabular, das kannst du in die Tonne treten. Leute, ich habe das gestern schon gesagt im Nachtstream. Und zwar habe ich gestern Abend hier mit diesen Sockenpuppen, die ich mal selber gemacht habe, ungefähr Anfang 2017 habe ich die selber mal gemacht, weil ich damit mal für YouTube so eine kleine Serie machen wollte, was ich dann angefangen hatte, zumindest die Dreharbeiten. Ich hatte auch richtig ein ganzes Set eingerichtet, quasi dort, wo die leben, ja. Schön so eine Landschaft, so ein bisschen Teletubby-Landmäßig, könnte man sich das vorstellen, so ein blauer Himmel, grüne Wiesen und so weiter und so fort. Und dann hatten die ganz witzige Häuser, in denen sie gelebt haben und so. Aber es war ziemlich schwer, das zu produzieren, weil ich das ja auch wirklich komplett alleine gemacht habe. Anders als jetzt bei Monkey Late Night. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte da mal vorbeischauen. Geht mal auf YouTube, hier unter dem Livestream findet ihr direkt den Link. Ja, da gibt es ein Panel, dort ist das YouTube-Logo drauf. Einfach draufklicken und boom, seid ihr direkt auf meinem Kanal auf YouTube. So, wenn ihr übers Handy zuschaut, dann einfach auf Info klicken. Und dort findet ihr dann genau dasselbe. Und von dort aus könnt ihr dann auch zum Kanal Monkey Late Night kommen. Oder ihr gebt das einfach ein. Das kommt sofort. Gebt Monkey Late Night ein und dann findet ihr sofort den Kanal. Wo ich mit meinem Kumpel Novi zusammen eben mit richtigen Klappmaulpuppen Comedy für Erwachsene machen. Ja, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Zwei Folgen gibt es bis jetzt. Das machen wir immer sehr unregelmäßig. Aber gut, so ist es halt. Und ursprünglich wollte ich sowas in die Richtung mit solchen Figuren machen. Da gibt es noch drei weitere von. Aber mit diesen habe ich gestern etwas gemacht. Und zwar für euch. Und zwar habe ich kleine Einspieler aufgenommen. Kleine Mini-Videos
produziert. Und zwar für die Geschichte, wenn ihr mich hier unterstützt über Tippi oder wenn ihr mir hier neu folgt, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mich hostet, wenn ihr Bits raushaut. War das alles? Ich glaube ja. Für diese ganzen Geschichten gibt es ja dann immer so eine kleine Einblendung hier. Das ist noch nicht fertig. Ich werde das zu morgen, bei YouTube bin ich ja morgen ab 20 Uhr, zu morgen wird das da startklar sein. Also auch bei YouTube funktioniert das Ganze, wenn man mich dann dort neu abonniert. Da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten wie bei Twitch hier. Oder mich unterstützt, dann wird es auch dort eingeblendet. Ja. Und später dann natürlich ist auch die Möglichkeit mit dem Abonnieren auf Twitch, das geht ja hier alles noch nicht mit Abonnieren und mit Bits, erst wenn ich ja YouTube-Partner bin. Wir filmen jetzt, um ein kleiner YouTube-Partner zu werden, Twitch-Partner, fehlen mir noch ein paar Follower. Ich muss nämlich 50 erreichen, ja, und aktuell bin ich, dank Nick, könnte man sagen, bei 13 gelandet. So, ja, und Nick weiß, was ich meine, so. Und da fehlen aber noch ein paar, damit es dann letzten Endes 50 wären. 50 Follower muss ich hier erreichen, dann bin ich ein kleiner Twitch-Partner. Dann kann man mich abonnieren, dann könnt ihr Bits raushauen. Und ja, mal abgesehen davon, umso größer wir hier werden, umso schöner wird das Ganze. Werde ein offizieller Schizo, folgt mir, abonniere mich, auch bei YouTube, würde mich super freuen. Und wenn du nur eins dieser Dinge tust, ist auch gut. Und dann bist du schon ein offizieller Schizo und gehörst der Schizo-Gang an. So, mit diesen Sockenpuppen quasi, ja, ich nenne sie Lauchis. Mit den Lauchis habe ich hier so ein paar Einspieler gemacht. Das können jetzt ruhig, würde ich mal sagen, zukünftig, damit ich sie nicht umsonst gebastelt habe, können das quasi hier unsere Maskottchen sein von Schizo-Streamer. Das sind unsere Maskottchen, die Lauchis. Und ja, vielleicht werde ich zukünftig, ich denke mal, auch noch den einen oder anderen Sketch mit denen produzieren. Und das Ganze wird dann zwischendurch immer eingespielt. So als kleine Auflockerung für zwischendurch. Ja, ich bin noch ein bisschen rot. Ich weiß nicht, also wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, ich bin noch rot. Ich hatte gerade die ganze Zeit im Hintergrund, seit einer Stunde läuft der Stream ja schon. Und ich habe im Hintergrund, also im Schlafzimmer, ich hatte Besuch gehabt und habe da die ganze Zeit so ein bisschen so halt. Und deswegen hatte mein Kumpel, der vorher mich hier Besuch hatte, der Björn, der hat dann netterweise, ganz freiwillig, ja, der will echt von mir ein bisschen Geld dafür kriegen, naja, hat er gesagt, komm, dann streame ich hier und hat jetzt gerade eine Stunde lang hier den Stream übernommen. Also nochmal vielen Dank an Björn, aber der ist jetzt auf dem Heimweg zurück in sein Waisenheim. Ja, und deswegen konnte ich nicht. So, jetzt kann ich aber und mein Damenbesuch ist jetzt auch gegangen. Ja, also auch da habe ich mich sehr gefreut, dass, wie gesagt, meine Cousine nochmal da war. So, dann, dann würde ich sagen, setze ich mich mal an den PC und dann wollen wir mal schauen, was ich hier noch so vorbereitet habe. Also jetzt habt ihr ja schon mit Björn zusammen hier die Fehlerbilder rausgehauen. Ja, 3 Fehlerbilder hatte ich ja vorbereitet. Und ich habe mir sagen lassen, Nick, du hast das Ding wieder super gerockt, ja. Und hast schon wieder hier angedeutet, das sei schon wieder zu einfach für dich. Das gibt's ja nicht. Aber Nick, lass dir gesagt sein, ich habe, falls du noch da bist, bist du noch da, Nick? Ich habe schon seit, ich glaube jetzt seit 1,5 Wochen oder so, habe ich ja das Quiz wieder vorbereitet mit 10 Fragen und habe mich bemüht, dieses Mal diese Fragen vom Niveau her anzuheben. Du sagst ja immer, das ist alles irgendwie so Schulstoff, so, ne, Hauptschulstoff, so 9. Klasse und so. Alles zu einfach. Ich habe mich bemüht, es dir diesmal ein bisschen schwieriger zu machen. Ja? Ja, nee, du sollst ja auch ruhig hier beansprucht werden. Du sollst ja auch beansprucht werden und du sollst dich ja nicht langweilen, ne? Insofern, so, habe ich das ganze Niveau ein bisschen angehoben. Aber da brauchen wir auf jeden Fall noch jemanden mit im Chat, damit ihr euch dann gegenseitig so ein bisschen hochschaukeln könnt, so ein bisschen messen könnt. Also, wenn jemand noch Lust hat, ich würde mich sehr freuen, kommt gerne hier mit in den Chat rein, damit wir das Quiz starten können. Ein allgemeinen Quiz und auch ein bisschen, es sind auch Fragen, ein paar wenige Fragen, aber es sind auch ein paar Fragen dabei, die eher in die Kategorie unnützes Wissen einzusortieren sind. Also quasi so ein bisschen hier das Niveau von Wer wird Millionär,
Quizduell. Was gibt's da noch für Quiz-Sendungen? Keine Ahnung. Also so, ne? Allgemeinwissen, aber dann auch so ein bisschen wie von Wer weiß denn sowas, ne? So ein bisschen unnützes Wissen. Da gibt's auch ein paar Fragen. Also von allem etwas, aber alles ein bisschen heute ein bisschen schwieriger, ne? Dennoch fangen wir ein bisschen leichter an, aber es steigert sich dann. So. Und ich hab darauf gewartet, dass Nick auf jeden Fall wieder mal mit dabei ist, weil für ihn habe ich ja extra diese schwierigen Fragen gemacht. Und in letzter Zeit war das auch immer so mittelmäßig mit den Zuschauern und so. So wie heute ist auch nicht wieder so dolle, ne? Ich bin, wie gesagt, über jeden Einzelnen froh und ich freue mich über jeden, der sagt, Mensch, irgendwie gefällt mir das, ist ganz chillig. Mal kein Zocken, ja, nicht immer nur Zocken, Daddeln, Zocken, Daddeln, 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 Zocken, 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 Daddeln, Daddeln, sondern hier ist alles ein bisschen anders. Ich hoffe, es gefällt euch. Hier ist, ja, Comedy, Entertainment, Plaudern, Funny Games, ja, diese kleinen Spiele. Björn hat sich darüber lustig gemacht, dass ich das Funny Games nenne. Ich weiß gar nicht, was los ist. Wie soll ich das denn sonst nennen? Funny Games ist auch in Ordnung. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was daran, wo das Problem ist. Funny Games. Kleine, spaßige, ich könnte auch sagen Little Games oder was weiß ich was. Small Games. Keine Ahnung. Aber ich habe mir Funny Games überlegt. Und heute habe ich das Ganze hier dann auch mal so betitelt. Ja, heute heißt der Stream Funny Games. Mein Gott. Mir ist jetzt nichts anderes eingefallen. Der. Der soll gar nicht mal so rumlabern, der Typ. Der soll sich mal um seine ganz eigenen Probleme kümmern. Ist seine Alte da durchgebrannt? Hat er erzählt? Hat seine Alte ihn da irgendwie betrogen? Meine Fresse. Du liebst Werbung. Kappa. Ja. Habe ich Werbung gemacht? Außer jetzt natürlich für mich selber hier. Ich wüsste nicht, wann ich in irgendeiner Form Werbung mache. Oh, der schmeckt auch gut. Meine Güte, den würde ich mir immer wieder kaufen. Ja, für mein Buch. Was für ein Buch? Nick, weißt du mehr als ich oder was? Aber wo du das gerade sagst, ne? Für mein Buch, da hole ich doch mal hier. Hier. Habt ihr auch sowas, wo ihr ein kleines Baby wart? Hier ist der kleine Shizu-Streamer drin. Schon damals, als ich zur Welt kam, habe ich ja gesagt, ne? 5, 4, 3, 2, 1 und dann Moin Moin Shizus, da bin ich! Der kleine Junior ist da! Was geht, was geht? Habt ihr mich schon abonniert? Folgt ihr mir? So ging es damals los. Ja oder nicht? Liebste Mama, du weißt ja wohl am besten, wie es damals war. Als der kleine Shizu-Streamer zur Welt kam. Das war eine Freude für die Familie, also wirklich. Musik ein bisschen leiser. Ich habe das gestern schon ein bisschen leiser gemacht, aber ich mache es gerne noch leiser. Hört man denn noch was, wenn ich das jetzt... Kann man noch ein bisschen was hören, ja, ne? Ist das jetzt zu leise oder ist das okay so? So. Naja, wie auch immer. Ja, ja, da hat sich die Familie gefreut. Gut, ich kam zur Welt und soweit ich weiß, so wurde es mir dann nachgetragen, hatte mein Vater ja eigentlich sich eine Tochter gewünscht. Das versuche ich Ihnen halt heutzutage nachträglich so ein bisschen zu liefern, wenn ich hier in die ein oder andere Frauenrolle schlüpfe. Ja? Ihr wisst ja, hier so ein bisschen Shizu, ne? Und ich hoffe, ich mache da meinen Papa ganz glücklich und stolz. Auch in den Streams, wie zum Beispiel morgen wieder auf YouTube ab 20 Uhr, wenn es wieder heißt, was ihr wollt und ich wieder 25 verrückte, kranke, bescheuerte, dämliche Sachen mache. Drei Teile gibt es ja bereits davon, morgen der letzte und vierte Teil. Und da habe ich mich auch schon
ganz, ganz hübsch geschminkt. Und ich möchte natürlich, dass es mein Vater im Herzen trifft, berührt, auf positive Art und Weise. Und er sagt, ja, da ist das hübsche Mädchen, was ich mir immer gewünscht habe. Ja, Freunde, da bin ich ein bisschen emotional geworden. Und wollen wir das hier nicht vergessen, ja, wo Nick hier mich gerade anspricht auf, er schickt mir nachher noch ein Bild für mein Buch. Ich weiß gar nicht, was er meint. Aber gut, schauen wir doch mal hier rein, ob ich hier das ein oder andere Foto... Schau mal hier. Ach nee, da steht mein Nachname jetzt. Das kann ich so nicht zeigen, aber da oben auch. Schade. Da auch. Nee, okay. Dann lassen wir das mal weg. Ich wollte euch zeigen hier dieses ganz kleine Armbändchen, was ich damals um hatte. Ich war ja eine Frühgeburt. Eine Frühgeburt. Mann. Ja, ein bisschen auch Miss, aber eher früh. Eher früh. Und ein Monat war das. Ich kam einen Monat zu früh. Und ihr seht ja, was dabei heutzutage rausgekommen ist. Naja. Ah, richtig. Da sagst du was. Richtig, richtig, richtig. Und dafür willst du ein Foto schicken. Ja, okay, bin ich gespannt. Hast du Björn fotografiert? Hast du den abfotografiert? Ja. So, okay, also. Na, ich guck mal gerade so. Das ist jetzt wenig spektakulär, vor allem, weil ich jetzt auch nicht zu sehen bin. Aber das war im Prinzip die erste Wohnung, in der ich groß geworden bin. Kann man das einigermaßen hier so? Und wir haben unten rechts gewohnt. Unten rechts die zwei Fenster. Das kleinere Fenster war das Kinderzimmer. Später folgte ja dann meine Schwester Michelle. Und mit ihr hatte ich dann da zusammen ein Zimmer. Jahrelang, bis wir dann in eine größere Wohnung gezogen sind. Ja. Und ganz, ganz kurz zu Anfang meiner Geburt wohnten wir auf dem Land, weil dort mein Vater ursprünglich herkam. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier die Fotos... Ach, warum nicht, ne? Liebste Mama, kann ich hier kurz die Fotos zeigen? Von früher, wo ihr noch alle jung wart. Mit Charlotte, mit Heinrich, mit Hermann, mit Monika. Und eben meinen Eltern. Würde ich das mal kurz zeigen, hier den kleinen Stammbaum. Dann könnt ihr mal die Wurzeln des Schizostreamers sehen. Okay, ich schau mal kurz auf mein Handy. Solange ihr nicht nackt seid, na, ich will nicht hoffen, dass hier solche Bilder drin sind, wo ihr nackt seid. Das wäre echt eh... Oh, Muttern, also ich muss schon sagen. Naja, gut, so, also ich schau mal eben. Nick hat mir ein Bild geschickt, sagt er. Ich hoffe jetzt nicht, dass er irgendwelche Geschichten davon sich fotografiert hat. Ja, man weiß das ja alles nicht. Oha, was haben wir hier denn? Nick, Mensch, du bist ja einer. Hast du das jetzt extra selber alles da zusammengetragen oder hast du das irgendwo kopiert? Ja, super, ich danke dir auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Was war, vorhin hattest du ja auch. Hast du das hier mit aufgeschrieben? Ja, EZ, ja. Leicht, abgeleitet von Easy. Ja, vielen lieben Dank. Richtig cool. Nick hat ja so eine kleine Liste angefertigt. Man kann es jetzt hier wahrscheinlich schlecht sehen. Eine kleine Liste angefertigt. Denn ich sagte neulich in einer der letzten Streams, es gibt ja schon unglaublich viele Abkürzungen, gerade hier in der... in der Social Network, wie auch immer, es gibt da viele Abkürzungen und es gibt auch viele englische Begriffe, wo man manchmal, wenn man es einfach nicht weiß und noch nie gehört hat, sich fragt, was soll das jetzt heißen? Zum Beispiel wusste ich nicht, bis vor kurzem, bis ich aufgeklärt wurde, was Kappa heißt. Kappa. Jetzt weiß ich es.
Und da habe ich gesagt, das habe ich mich nämlich schon mal gefragt oder mir schon mal gedacht, da müsste man einfach doch mal ein Buch schreiben. Ja, sowas wie Mario Barth gemacht hat. Ja, Frau, Mann, Mann, Frau. Mit bisschen Comedy-Elementen mit drin und so weiter. Wobei das durchgehend alles natürlich Comedy ist, aber hier tatsächlich mit so einem ernsten Hintergrund, dass man einfach weiß, was diese ganzen Wörter und Abkürzungen bedeuten. Und dann noch mit ein bisschen Comedy drin und so. Ja, geschrieben vom Schizo-Streamer featuring Nick. So. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was aus dieser Idee wird. So, also der Stammbaum, ja. Ich zeige euch das einmal und dann machen wir hier weiter mit den Funny Games. Freunde, der Stammbaum vom kleinen Schizo-Streamer. Ich zeige das jetzt mal eben. Also, es geht los. Moment. Hier. Der kleine Schizo-Streamer. Ich hole das nochmal näher ran. So. Ist ein bisschen verschwommen, tut mir leid. Die Kamera kriegt das jetzt nicht besser hin. Dann kommen meine Eltern. So sahen sie wohlgemerkt früher aus, ne? Heutzutage ganz anders. Ich gehe nochmal weiter zurück. Dann ist es zumindest ein bisschen schärfer, aber kleiner. Also, meine Eltern. Und dann kommen dessen Eltern. Ja. Ups. Wo sind wir denn hier? Charlotte. Heinrich. Die Eltern von meinem Vater. Und von denen haben wir auch den zweiten Namen. Also ich heiße ja tatsächlich in Wirklichkeit Kevin Heinrich und dann der Nachname. Und meine Schwester heißt Michelle Charlotte. So. Und ja. Und eben auf der anderen Seite dann von meiner Mutter die Eltern Hermann und Monika. Und jetzt schaut mal. Könnt ihr das hier unten noch sehen? Hier und die andere Seite. Das ist meine Mutter in klein, wo sie klein war. Ein süßer Fratz. Aber wenn ich mir das gerade so anschaue, zumindest das eine Foto hier vom Gesicht her, sieht echt aus wie meine Schwester, wo die klein war. Michelle, ja. Ja, ja. So, das also dazu. So, habe ich euch mal ein bisschen hier mit auf die Reise genommen. Hier noch ein paar Fußabdrücke, Handabdrücke von mir früher, wo ich klein war. Ja, so sieht das aus, Freunde. So, okay, da kam ich jetzt drauf, weil Nick hier sagte, Foto für mein Buch. Ja. So, dann packe ich das mal wieder weg. So, wieder sicher verstaut. So, liebste Mama ist am Start, ja, ist sie immer noch da? Nick ist auch da. Wunderbar, dann hätten wir nämlich ja schon zwei im Chat, dass man endlich mal wieder quizzen kann. Ich hab's schon vermisst. Habt ihr Bock? Seid ihr beide startklar? So kann er seinen Sohn nennen, wenn da noch einer kommt. Wer kann seinen Sohn so nennen? Und vor allen Dingen wie? Wer kann seinen Sohn wie nennen? Ihr seid beide noch am Start, das ist schön. So, ich trinke nochmal einen Schluck. Stärkt euch auch nochmal, ja? Jetzt geht's los wieder mit Quiz-Time. 10 Fragen. Und diesmal vom Niveau her. Oh, bin sehr gespannt, wie Nixi schlagen wird. So, liebste Mama, was ist nun Sache? Wer kann welchen Sohn wie nennen? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, und alle anderen, die zuschauen und auch Bock auf das Quiz haben, kommt hier rein in den Chat und dann könnt ihr die Antwortmöglichkeiten ebenfalls mit raushauen. Es ist ganz einfach, die Regeln sind ganz einfach.
Es sind 10 Fragen, die ein bisschen sich von der Schwierigkeit her steigern. Und es gibt 3 Antwortmöglichkeiten. Joker gibt es keine. Und zu gewinnen gibt es auch nichts. Es gibt keine Zeitbegrenzung. Außer, ich sag dann irgendwann so, ne, jetzt löse ich auf. Gerne so schnell wie möglich die Antworten raushauen. Und es ist in erster Linie für euch, also müsst ihr selber wissen, ob ihr ehrlich zu euch selber seid oder ob ihr bescheißen wollt und das Ganze googelt. Aber wenn ihr euer eigenes Wissen mal überprüfen wollt oder einfach just for fun hier quizzen wollt, dann macht das. Und da jetzt auf jeden Fall Nick und liebste Mama aktiv im Chat sind, würde ich von den beiden die Antworten mit aufschreiben. Und dann schauen wir mal, wer am Ende klüger war, wenn man das so sagen kann. Ja, zumindest wer mehr wusste. Es hat ja auch immer eine Menge Glück damit zu tun, wenn man mal eine Antwort nicht weiß und ratet. Und dann ist die Antwort vielleicht richtig. So. Pascal nennen. Wenn ich einen Sohn bekommen sollte, Pascal. Wieso jetzt Pascal? Verstehe ich nicht. Naja, wie auch immer. Nur. Ich sag mal so, ich hatte ja gerade hier, ne, ich hatte ja gerade hier Damenbesuch, ja. Deswegen hatte ja Björn hier erstmal von weiter gemacht. Wie gesagt, ich war da sehr froh, dass meine Cousine nochmal vorbeischaute und da haben wir nochmal ein bisschen geschnackselt. Insofern weiß ich nicht. Ich hoffe, da wird jetzt nichts entstehen. Und wenn, dann wahrscheinlich so, werden wir mal sehen, ne. So. Gut. Dann, schauen wir doch mal, ja. Lockert eure Finger. Haut in die Tasten, los geht's. Jawohl. So. Ah, okay. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Egal. Oder habe ich hier was? Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Musik, die im Hintergrund läuft. Daran, weil ich ja das eine Mal das hier alles neu programmieren muss und so weiter und so fort. Dann ist es jetzt halt ein bisschen stiller. Gibt's halt jetzt keine Spannungsmusik. Ich sehe zumindest hier gerade noch keine. Oder habe ich irgendwo? Läuft Musik? Nein. Noch nicht. Kommt Musik? Habe ich Musik? Doch, ich habe Musik. Sorry, ich habe Musik. Da kommt Musik. Habe ich doch. So. Okay, also die erste Frage. Wie gesagt, haut eure Antworten schnell raus und dann schauen wir mal. Nagelt mich nicht drauf fest oder beziehungsweise seid nicht allzu böse, wenn ich vielleicht zwischendurch wieder was Falsches einlogge. Ich versuche mein Bestes hier zu geben. So, also wir starten. Hier ist Frage Nummer 1. Welche Farbe hat das Blut der Vulkanier in Star Trek? A. Schwarz. B. Blau. Oder C. Grün. Welche Farbe hat das Blut der Vulkanier in Star Trek? So, A, B und es ist C. So, 0 Punkte für jeden. So, dann geht es weiter mit der nächsten Frage und Achtung. Achtung. Bright und. Welche Art Tanz begleitet Psy's Weltit von 2012 Gangnam Style? Ist das A. Reiten? Ist das B. Windsurfen? Oder aber C. Der Pool Dance. Wie geht das Lied? Ich kann den Text gar nicht richtig. Irgendwie sowas wie Wuppam Gundam Style. Wuppam Gundam Style. Irgendwie sowas in der Art. Ja. So. So, ihr beide sagt, ah ja, da kennt ihr euch aus. Na, seid ihr auf jeden Fall absolut richtig davor. Reiten ist korrekt. So, das heißt, immer noch Gleichstand. Wir kommen zur dritten Frage.
Und hier ist sie. So, wie viele Zeichen darf man den Twitter-Regeln ein einzelner, was darf nach den Twitter-Regeln ein einzelner Tweet haben? So, damit würde ich mich persönlich jetzt gar nicht auskennen, weil ich kein Twitter habe. A, 95 Zeichen, B, 140 Zeichen oder sind es doch 250 Zeichen? So, C und B. Okay, und es ist B. So, der Punkt geht an liebste Mama. So, und wir machen direkt weiter mit der vierten Frage. Und nee. Das war das schon. Ach, das war die vierte Frage. Nein, jetzt kommt die vierte Frage, ne? Ja, Entschuldigung. So, es ist immer ein Hin und Her bei mir hier auf dem Display. Da muss man erstmal hinterherkommen. So, okay, also Frage 4. Vom menschlichen Körper schuppen sich im Laufe des Lebens etwa. So, A. 10 Kilo Haut ab, B, 15 Kilo Haut ab oder C, 20 Kilo Haut ab. So, liebste Mama, C, Nick sagt auch C und es ist C, ey, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da habt ihr recht. C ist richtig. So. Richtig. Richtig. So, das heißt, kleiner Zwischenstand. Liebste Mama führt mit 3-2. So. Dann kommen wir zur fünften Frage. Moment. Das ist das Falsche. Die fünfte Frage ist hier. So, ein bisschen kompliziert gemacht hier. Ich weiß gar nicht, wer das hier organisiert hat. So, habe ich das jetzt alles richtig? Nein. Kleinen Augenblick. Das scheint nicht ganz korrekt hier zu sein. Jetzt aber. Die fünfte Frage. 32% unseres Trinkwasserverbrauchs landen A. in der Toilette, B. im Waschbecken oder C. in der Dusche. A und C, sagt ihr? A und C, ne? In der Toilette. Der Punkt geht an Nick. So, und schon wieder haben wir einen Gleichstand von 3-3. Sehr, sehr spannend macht ihr das heute. Sehr, sehr spannend. So, okay. Dann wollen wir weitermachen. Frage 6. Welches Elementsymbol hat Quecksilber im Periodensystem? Ach du heilige Scheiße. Ja, entweder HG, QS oder aber CG. Kam schon was? Kam schon eure Antworten? Ach,
vor lauter Buchstaben im Chat weiß ich gar nicht mehr, ob das aktuell ist. Habt ihr schon was rausgehauen oder noch nicht? Lalalab. Hallo? Ist noch jemand da? Achso, okay, beide C. Gut, das konnte ich nicht so ganz. Ich sehe nur noch Buchstaben, Buchstaben, Buchstaben. Ja, ist aber falsch. Ne? Es wäre A gewesen. So, okay, wie auch immer. Bleibt also dabei, dass Gleichstand ist. Meine Fresse, ist ja ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen hier. So, wir kommen zur siebten Frage. Und die siebte Frage sieht wie folgt aus. Der 2012 für 13 Millionen Pfund versteigerte Erzherzog Josef ist ein A. Diamant, B. Gemälde oder C. Manuskript. Und A wäre richtig. Habt ihr beide wieder keinen Punkt. Verdammt nochmal, es bleibt ja richtig spannend für heute. Wahnsinn, noch zwei Fragen und bis jetzt absoluter Gleichstand. Es steht nach wie vor 3-3. Na Nick, das ist jetzt mal dein Niveau so langsam, oder? Habe ich das jetzt heute mal gut gemacht? Ist das jetzt schwer genug? Nicht mehr so die ganz einfachen Fragen, ne? So. So, Frage 8. Frage 8 kommt jetzt. So, und schauen wir mal. Es wird jetzt auch wirklich, hoffe ich zumindest, dass ich das gut gemacht habe, immer schwerer. Aber insgesamt ist es generell heute schwer. Wie heißt eines der größten ungelösten Probleme der Mathematik? C minus QL minus Problem, wenn das als Minus ausgesprochen werden soll. Oder T minus PI minus Problem. Oder P minus NP minus Problem. Problem. So, B und C sagt ihr. Und es ist C. Der Punkt geht an liebste Mama. Ach, kurz am Bein kratzen. So, okay. Zwei Fragen noch. Jetzt führt liebste Mama mit einem Punkt. Schauen wir, ob Nick das wieder ausgleichen kann. Mit der vorletzten Frage, mit der neunten Frage. Und hier kommt sie. So, wie lang ist die normale Spieldauer einer CD? Tja, das weiß man doch auf jeden Fall. 62 Minuten. Oder sind es doch 74 Minuten? Nein, ich glaube, es sind 81 Minuten. Oder was? Was glaubt ihr? Oder was wisst ihr? Ach, jetzt komme ich wieder. Jetzt, da doch, da kommt ein B, da kommt ein C. Und es ist B. So. Das heißt, wieder ein Punkt für liebste Mama. Und das heißt, es steht jetzt 5-3. Das kann Nick nicht mehr ausgleichen. Dennoch spielen wir noch die 10. Frage. Und dann machen wir es offiziell. Hier also Frage Nummer 10. Welcher Autobauer ist nach dem persischen Gott des Lichts benannt? So,
Ja, verändert dich nochmal die Frage. Mhm, alles verstanden. Antwort: A. Kia. B. Mazda. Oder C. Nissan. Und es ist B, da geht der Punkt nochmal an Nick rüber. Und liebste Mama geht an der Stelle leer aus. Puh, das war sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, also 3, 4, 5. Ja, es bleibt dabei 5-4 für liebste Mama. Herzlichen Glückwunsch. So. So, Freunde, Nick, jetzt, genau, dein Feedback. Nächstes Mal schreibst du die Fragen. Entweder es ist zu einfach oder es ist zu schwer. Gut, aber jetzt wurdest du ein bisschen gefordert, ne? Das war ja das, was du bemängelt hattest. Du hast sehr viel geraten. Na, wenigstens ehrlich. Aber trotzdem hast du sehr gut geraten, ne? Kann man drehen und wenden, wie man will. Am Ende hast du aber gewonnen. So, okay. Dann, gut, okay. Pass auf, dann, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ich mach das zu nächstes Mal, also zu nächsten Dienstag. Ich weiß nicht, wie ihr da Zeit habt. Zu nächsten Dienstag, je nachdem. Wollen wir das zu Dienstag machen oder wieder zum nächsten Freitag? Wann seid ihr zusammen? Nochmal hier im Chat. Vielleicht auch noch ein paar andere Schizos aus der Schizo-Gang. Würde mich sehr freuen. Damit ihr euch wieder duellieren könnt. Passt eher Dienstag 20 Uhr oder Freitag 20 Uhr? Wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich dann diese 10 Fragen mal ganz offensichtlich in richtig in Schwierigkeitsgraden gruppieren. Also, keine Ahnung. Die ersten 2 Fragen sind dann sehr leicht, dass vielleicht sogar Kinder sie beantworten könnten. Dann steigern wir den Schwierigkeitsgrad. Es wird etwas schwieriger, aber es ist immer noch machbar. Und dann bis hin zu schwer und ganz schwer. Und das werde ich dann grafisch hier auch immer anzeigen, welches Level das jetzt ist. Dann sollte für jeden was dabei sein, Nick. Dann sind schwierige Fragen dabei, so wie auch heute, aber eben nicht nur, es sind dann doch auch wieder ein paar leichte Fragen dabei. Vielleicht ist das dann genau der richtige Mix, dass es umso mehr Spaß bringt. Dienstags streame ich ja auch immer hier auf Twitch ab 20 Uhr. Genauso wie freitags. Also 2-mal in der Woche, offiziell und fest, hier auf Twitch. Immer dienstags und immer freitags ab 20 Uhr. Nur heute nicht, da ab 21 Uhr. Ne? Wegen Schnickschnack, do you know, understand me, du weißt, also hier Bing Bang Bong und Tülüt ne, mit my cousin. Ja, so. ja. So, wieder seriös werden, wieder ein gewisses Niveau erreichen. Klar, ja. So, genau, also dienstags und freitags immer, aua, ab 20 Uhr. Gut, okay, ist ja auch egal, aber generell werde ich das dann jetzt so machen, dass man immer hier ein gewisses Level auch erkennt. Und wie gesagt, könnte man ja dann so machen, die ersten 2 Fragen sind noch Pipifax, ne, zum Warmwerden und dann irgendwie, was weiß ich, dann 3 recht einfache Fragen, also, ne, die aber nicht mehr so einfach sind wie die ersten 2. Und dann steigert sich das immer, ne, dann die nächsten 3 Fragen sind dann schon schwer und die letzten 2 Fragen sind dann nochmal richtig schwer. Dann haben wir von allem etwas.
Ja. Gut, also schauen wir mal, ne? Wie gesagt, morgen bin ich ja auch nochmal 20 Uhr, damit wir das nicht vergessen. Morgen bin ich nochmal 20 Uhr auch auf YouTube, dann mit dem letzten Teil von der Serie, was ihr wollt, wo ich 25 verrückte, bekloppte, bescheuerte, dämliche Sachen mache. Und danach dann immer, wenn ich dann samstags streame auf YouTube, dann genau das gleiche wie hier, so wie wir ursprünglich ja auch gemeinsam auf YouTube begonnen haben. Dann wird auch dort wieder gequizt, geraten und so weiter. Funny Games geht dann auch dort weiter. So, aber eventuell, wie gesagt, führe ich dann ein, dass ich trotzdem in jedem Stream immer drei verrückte, bescheuerte Sachen weiterhin mache. Denn das kommt am besten an, allgemein, bei der Schizo-Gang. Das mögt ihr am liebsten. Da sind die meisten Klicks, die meisten Zuschauer. Und das kommt wohl am besten an. Insofern würde ich dann das weiterhin machen, dass in jedem Stream auf jeden Fall immer drei bescheuerte Sachen gemacht werden. Wenn ihr das wollt, ihr könnt abstimmen. Und zwar hier, wenn ihr mal auf Twitch Picks geht. Wenn ihr das Ganze am Tablet, Laptop oder PC seht, dann könnt ihr direkt mal unter den Stream gehen, dort wo diese ganzen einzelnen Panels sind. Und ganz unten, der letzte Panel ist, ja, Twitch Picks heißt das Ganze. Und dort gibt es vier Fragen. Und aktuell eben die Frage, soll ich, nee, das nicht, aber das ist die erste Frage, soll ich nachts öfter streamen? Wen das interessiert, der kann da mal abstimmen. Aber die zweite Frage, möchtest du weiterhin crazy Challenges mit mir sehen? So, das bezieht sich also darauf, ob ich weiterhin in meinen Streams so ein paar bescheuerte Sachen machen soll. Oder vielleicht sogar als extra Rubrik, so wie ich das mit Novi gemacht habe, mit dieser Ergänzung, sieben crazy Challenges. Was ihr wollt, spezial war das ja. Wo ich draußen mich austobe und verrückte Sachen mache. Da sagte ich ja auch schon. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man immer sagt, in diesen extra Dingen, das ist zwar dann nicht live, aber ist ja trotzdem vielleicht unterhaltsam. Wenn ich fünf Aufgaben habe, davon muss ich drei schaffen. Wenn ich nicht drei schaffe, dann kommt nochmal eine extra fiese Aufgabe für mich obendrauf als Bestrafung. Und dass es davon auch einmal die Woche ein Video gibt. Also da könnt ihr gerne mal abstimmen, geht da mal auf Twitch Picks. Wenn ihr übers Handy zuschaut, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, da müsst ihr irgendwo extra drauf gehen, um zu dieser Abstimmung zu kommen. Das weiß ich jetzt gerade nicht, wo man darauf geht. Und dann könnt ihr mal abstimmen und euch mal dazu äußern, ob ihr sagt, ich soll das gerne weitermachen mit diesen Crazy Challenges, ob euch das Banane ist oder von euch aus muss das nicht sein. Das könnt ihr dort abstimmen und mal eure Meinung dazu abgeben. So. Ja, dann habe ich noch etwas vorbereitet heute, und zwar Wörtersuche. Das habe ich ja vor ein, zwei Streams hatte ich das mal eingefügt. Und schauen wir mal. Das Ganze sieht wie folgt aus. Man kennt das ja noch von, also aus der Schule und so, ne? Da hieß es ja immer Galgenmännchen oder wie nennt man das noch? Galgenbaum oder so. Und zwar diese Geschichte hier. Ja, anhand der Striche könnt ihr ja erkennen, wie viele Buchstaben hat das Wort. Und ja, es gilt zu erraten, welches Wort da wohl steht. Ihr spielt gegen mich. Denn ich habe mir das Ganze ja ausgedacht und ich hoffe, dass ihr es nicht schafft. Und ja, ihr könnt da gerne im Team spielen. Ihr könnt da gerne im Team spielen, wie auch immer. Ihr könnt hier im Chat also gleich nach und nach Buchstaben raushauen. Und ihr seht es oben schon, ihr habt 8 Fehlversuche und ihr könnt 3 Tipps anfordern. Das heißt, wenn ihr Buchstaben raushaut, die gar nicht vorkommen in dem Wort, dann wird oben ein Fehlversuch abgezogen. Also ihr müsst es möglichst schaffen, ohne dass die Fehlversuche auf Null laufen, denn dann habt ihr verloren. Das Gleiche passiert auch, wenn ihr einen Buchstaben doppelt nennt. Also er wurde schon genannt, er steht da oben vielleicht schon. Oder er wurde schon genannt und ich sagte bereits, dass er nicht vorkommt. Also wenn ein Buchstabe doppelt genannt wird, dann kostet das 2 Fehlerpunkte. Aber zur Hilfe gibt es ja auch die Tipps. Allerdings kosten die auch einen Fehlversuch. Also es gibt Tipps,
Und der erste Tipp ist noch ein bisschen allgemein und dann wird das immer ein bisschen genauer. Und wenn man alle drei Tipps zusammen hat, dann kann man das wahrscheinlich sehr einfach erraten, das Wort. Also wenn es zwischendurch sehr schwierig wird oder ihr merkt, oh, wir haben jetzt eh nur noch irgendwie zwei Versuche, dann holen wir uns da nochmal einen Tipp dazu. Könnt ihr machen, aber nicht vergessen, auch dieser Tipp kostet einen Fehlversuch. Ja, es ist ein sehr langes Wort. Ich habe mir drei Wörter überlegt. Das ist das erste Wort. Nein, für das Wort. Drei Tipps für das Wort. Ich habe wieder drei Wörter vorbereitet, aber wir machen mal drei Tipps für das Wort. Aber wie gesagt, auch das kostet Versuche. Nun könnte man natürlich direkt sagen, gut, dann hauen wir raus. Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3. Und dann gehen drei Fehlversuche ab. Und dann habt ihr immer noch fünf Versuche übrig. Kann man machen. Geht auch. Aber dann ist es ja auch schon wieder ein bisschen sehr einfach wahrscheinlich. Also schaut mal, ist mir völlig egal, ihr seid auf jeden Fall ein Team, die Schizo-Gang. Und je nachdem, wer jetzt hier aktiv mit im Chat drin ist, würde ich dann immer einen benennen, der wieder einen Buchstaben raushauen darf oder eben dann selbstständig entscheiden kann, ja, ich würde mal einen Tipp anfordern. Also, soweit verstanden, eigentlich einfach, ne? Ihr könnt Buchstaben raushauen, wie ihr wollt, wenn derjenige an der Reihe ist. Ich spreche euch an. Und ihr dürft nur 8-mal daneben liegen. 8 Fehlversuche habt ihr. Oder ihr fordert einen Tipp ein. Bis zu 3 Tipps könnt ihr einfordern, aber auch die kosten einen Fehlversuch. Und wenn ein Buchstabe doppelt genannt wird, dann, tja, dann gibt's Abzug. Und zwar 2 Fehlversuche werden dann zur Strafe abgezogen. So, also, Nick, liebste Mama und wer auch immer noch zuschaut und gerne mitmachen würde, kommt jetzt in den Chat, zeigt euch einmal kurz aktiv, dass ich weiß, ihr seid noch am Start und dann haut mir ein Yo raus. Wer ein Yo raushaut, den beziehe ich jetzt ein in das Spiel und dann geil los. So, Nick ist mit am Start. Liebste Mama, bist du auch noch da? Hast du Bock? Wörter raten. So, ist noch jemand da? Ist noch jemand im Chat? Will noch jemand mitspielen? Hm? Na? Okay, egal. Gut, dann erste Runde auf jeden Fall das erste Wort. Liebste Mama und Nick. Aber wenn jemand zwischendurch noch gerne dazukommen möchte, sehr gerne. Ihr seid gemeinsam ein Team. Und ich würde dann mal sagen, da liebste Mama das Quiz gewonnen hat, darf jetzt Nick anfangen und er darf dann mal den ersten Buchstaben raushauen. So. Ein E. So. Ich sortiere mich hier gerade nochmal eben. Ja, genau, das habe ich gebraucht. So, ein E ist mit dabei, ja. Und zwar einmal an Position 11. So. Liebste Mama. Ist hier die Lautstärke der Musik okay? Ein R. Ein R ist leider nicht mit dabei. Das heißt, da ziehen wir einen Fehlversuch ab. So. Dann ist Nick wieder an der Reihe. Nick sagt ein A, ja, an Position 6. Da haben wir das A. Liebste Mama.
ein I. Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht dabei. Nick. Wieder ein Fehlversuch abgezogen. Nick sagt ein S. Jawohl. Das ist dreimal mit dabei. Und zwar an Position 4 und an Position 8 und 9. Liebste Mama, jetzt aber, komm. Hau raus. Und aufpassen, dass keine doppelten Buchstaben kommen, die oben schon stehen oder schon genannt worden, aber nicht dabei sind. Denn das kostet 2 Fehlerpunkte. Ein... Ach, liebste Mama. Es soll nicht sein. Es soll leider nicht sein. Ja. Nein, leider nicht dabei. Aber das freut mich natürlich, weil ich will ja hier gewinnen gegen euch. Insofern. Dann ist Nick wieder an der Reihe. Ein T. Ja, zweimal dabei. Und zwar an Position 5 und 10. Und da brummt das. Da brummt das ganz laut. Ach, das war kein T, ne? Das war ein L. Hab ich, oder? Sehe ich das hier jetzt richtig? Nee, es war ein T, okay. Ich sehe das immer hier drüben so schlecht. Es ist Wahnsinn, wie krass unterschiedlich das alles aussieht hier. Gut, okay, dann war es ja richtig. Liebste Mama hat ein N rausgehauen. So, das T hier nochmal abstreichen. Ein N ist mit dabei. Und zwar an dritter Position. Denkt dran, ihr könnt euch auch noch Tipps holen. Die kosten allerdings auch einen Fehlversuch. Aber da ihr ja noch viele Fehlversuche übrig habt, könnt ihr euch doch vielleicht locker schon mal einen Tipp leisten. Oder ihr versucht es so weiter. So. Ja, so langsam tut sich was. Nick. Liebste Mama. Gut, ihr wollt einen Tipp. Jo, ein Tipp. Dann ist hier Tipp Nummer 1. So. Und für diesen Tipp gibt es einen Fehlversuchabzug. Der kostet ja was. Und dann habt ihr auch nur noch 2 Tipps. So, wenn ihr meint, ihr könnt lösen, könnt ihr jederzeit lösen. Noch habt ihr 4 Fehlversuche. Was für ein Wort könnte hier rauskommen? Der Tipp: Bilder. Liebste Mama, du bist an der Reihe. Auf die Schizogang, die hoffentlich in den kommenden Monaten immer größer wird.
Ich freue mich über jeden Follower. K wie Kevin. Oder K wie kein Plan. So, K ist mit dabei. Und zwar direkt am Anfang. Nick. Na, ob man da jetzt vielleicht schon drauf kommen könnte? Ja, könnte vielleicht klappen. Nick will lösen und haut raus. Kunstausstellung. Und wir schauen mal, ob Nick da richtig vor ist. Absolut korrekt. Ja, für euch, ne? Für mich natürlich. Ich habe verloren. Ihr habt mich geschlagen. Ja. Sehr gut. So. Freunde, ich habe noch zwei Wörter vorbereitet. Dieses Wort bestand aus 16 Buchstaben. Und das nächste Wort, was ich für euch habe, besteht aus weniger Buchstaben. Und das dritte Wort, was dann noch kommt, besteht aus noch mehr Buchstaben. Ja? Ja, Teamwork habt ihr gut gemacht. Auch wenn liebste Mama am Anfang noch ein bisschen Startschwierigkeiten hatte. Nachher hat sie ja auch einige Buchstaben richtig rausgehauen. Und dann konntet ihr auch lösen. Sehr gut. Freunde, es geht also noch in die nächste Runde. Das zweite Wort kommt, das dritte Wort kommt, aber vorher machen wir einen kleinen Break von circa 5 Minuten und dann bin ich wieder am Start. Dranbleiben, bis gleich.
willkommen zurück. Das war ein kleiner Break, eine kleine Unterbrechung. Und jetzt geht's wieder los in die nächste Runde. Hier bei Schizostreamer. Und wir waren stehen geblieben bei der Wörtersuche. Runde 1 liegt hinter uns. Das Team Schizogang hat mich geschlagen. Und nun wollen wir noch mal schauen, wie die zweite Runde ausgeht. Ja, und ich bin selber sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Nick, liebste Mama, seid ihr wieder mit am Start? Und auch alle anderen, die hier zuschauen, kommt gerne mit in den Chat und versucht euer Glück, ratet mit. Herzlich willkommen hier beim Schizostreamer und bei den Funny Games. Und ja, hier haben wir also wieder so ein kleines Funny Game, und zwar Wörtersuche. Und man kennt es ja aus der Schule vielleicht von früher. Keine Ahnung, ob ihr das vielleicht auch noch heutzutage spielt. Ich rede immer hier von Schule und früher. Natürlich für das jüngere Publikum kennt ihr das vielleicht noch ganz aktuell. Bei mir ist es ja schon ein kleines bisschen her. Ja, und das ist das nächste Wort. Es ist ein bisschen kürzer. Bisschen kürzer. Ja, die Musik, die Musik, die Musik. Die ist immer, zur Einleitung ist sie immer sehr laut. Ja. Vielleicht sollte sie tatsächlich noch ein kleines bisschen drosseln, aber es ist so gewollt, dass es am Anfang so ein bisschen energisch losgeht. So. Letztes Wort, danach geht's in die Haie. Okay, okay. Gut. Dann schauen wir mal. Ich habe jetzt hier oben von den vorhin 8 Versuchen abgezogen. Jetzt sind es 6 Versuche. Warum? Weil es ein kürzeres Wort ist. Und deswegen muss ich natürlich auch die Versuche ein bisschen anpassen, damit das fair bleibt. Also, jetzt 6 Versuche. Das Wort ist also kürzer. Und dennoch habt ihr 3 Tipps. Und wie gesagt, jeder Tipp kostet ebenfalls einen Fehlversuch. Und wenn wieder ein Buchstabe dabei sein sollte, der bereits genannt wurde, dann kostet das 2 Fehlversuche. Ja. Punkt. So. Wer hat vorhin angefangen? Vorhin hat Nick angefangen. Dann würde ich sagen, fängt jetzt liebste Mama an. Und hau den ersten Buchstaben raus. So, ein A. Nein, ein A ist nicht dabei. Nick. Ein E. Ein E, ja. Ein E ist dabei. Was steht hier? An Position 7. Da haben wir das E. Liebste Mama. Ein S ist dabei, ja. Und zwar an Position 11. Hier. Nick. Nick versucht schon zu lösen. Das wäre richtig krass, wenn er jetzt die Lösung direkt weiß. Ja, sprecht euch ruhig ab. Aber vielleicht hilft euch ja der Tipp schon weiter. Okay, also ein Tipp. Kommt sofort. Tipp Nummer 1. Holz. Holz. Das macht einen Tipp weniger.
Und der Tipp kostet dementsprechend noch 4 Versuche. 4 Fehlversuche. So, ein I ist dabei an Position 10. Nick. Der liebe Shizu-Gang, haut raus. Ein N. Ein N. Nee, ein N ist nicht dabei. Leider nicht. Gibt einen Abzug bei den Fehlversuchen. Liebste Mama. Ihr habt noch 3 Fehlversuche. Es sind noch viele Buchstaben. Vielleicht ist ein Tipp doch nochmal an der Stelle ratsam. Aber das müsst ihr wissen. Ich hoffe, ihr verliert. Gerade habe ich ja verloren. So. Noch einen Tipp. Okay. Tipp Nummer 2. Möbel. Also ein Möbelstück aus Holz. Es ist ein... Ne, wir sind ja, letztlich sind wir eine Familie, ein Team hier. Ja, es ist ein spezielles Möbelstück. Das gebe ich euch nochmal gratis raus. So, aber dennoch kostet auch dieser Tipp wieder einen Versuch. Und auch das macht wieder einen Tipp weniger. So. Es endet auf Tisch, meint Nick. Liebste Mama glaubt das auch. Und darum versucht ihr das mit diesem Buchstaben. Okay, Nick sagt ein C. Und C ist leider richtig. Leider richtig tatsächlich, ja. Und das C findet sich auch noch an 2 Stellen. Und zwar an Position 1. Und an Position 12. Also gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sehr gut. Liebste Mama. Oh, 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 oh. Noch 2 Fehlversuche. Ist das eine 1, liebste Mama? Jetzt habe ich doch richtig gelesen, oder? Da steht auch eine 1. Nein, ein T. Guck mal, Leute. Für mich sah das 100 Pro wie eine 1 aus, hier auf dem anderen Bildschirm. Aber es ist ein T. Ja, ja. Ja, so haben wir das auch beim letzten Mal gemacht. Mit großen Buchstaben sehe ich das tatsächlich besser hier auf dem Kontrollmonitor. Aber da will ich euch ja jetzt nicht zu viel abverlangen. Das T kommt auch 2-mal vor. Position 6 und Position 9. Position 6 und Position 9. Um Himmels Willen. Noch 2 Fehlversuche, aber ihr seid gut dabei. Gönnt ihr euch den letzten Tipp? Nein, Nick haut ein H raus. Ja klar, das könnt ihr sicher machen. H ist natürlich richtig. Liebste Mama. Noch 2 Fehlversuche. Gönnt ihr euch noch den letzten Tipp? Dann habt ihr immer noch einen Fehlversuch.
Und mit dem dritten Tipp, vielleicht reicht er ja aus, um dann drauf zu kommen. Aber es liegt bei euch. Ach ja. Tja, was müsst ihr wissen? Ansonsten, liebste Mama, versuche es. Hau einen Buchstaben raus. Wenn er falsch ist, ist das ein O. Zur Sicherheit hole ich mir das hier mal rüber. Nicht, dass ich hier nachher das Falsche freigebe oder sage, kommt nicht vor. Ein O, ja. O kommt vor, ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall richtig und zwar an zweiter Stelle. Sehr gut. Sehr gut. Nick, wie sieht's aus? Kannst du schon lösen? Oder haust du noch einen Buchstaben raus? So. Rätsel, Rätsel, Grübel, Grübel. Liebste Mama, schreibt da etwa jemand mit? Nein, tatsächlich hattet ihr das noch nicht. Also, Nick, U oder was? Das U ist richtig. Jawohl, das U ist mit dabei. So, liebste Mama. Ein Möbelstück aus Holz. Was könnte es sein? Ich sagte vorhin, es ist noch ein spezielles Möbelstück. Also nicht allgemein etwas, sondern schon etwas Spezielleres. Und zwar, was ist hier gesucht? Ihr habt immer noch zwei Fehlversuche, ein Tipp wartet auch noch. Der kostet allerdings einen Fehlversuch. Liebste Mama sagt Computertisch. Computertisch. Tja, da habe ich wohl wieder verloren. Ist korrekt. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Sehr schön. Sehr gut. Nick. Du musst in die Federn. Ist das richtig? Klingst du dich aus? Ja, als Team funktioniert das, ne? Aber beim Quizzen, da fliegen quasi die Fäuste. Ja gut, das war jetzt übertrieben, aber... Ja, ihr macht das sehr gut. Beim letzten Mal, wo ich das hier gespielt habe, bei der Einführung, beim ersten Mal, da war Lenzomern mit am Start, also Novi. Und sein sein Mitspieler war... Bin ich mir jetzt unsicher. Weiß ich nicht, ob das Topsmania war. Ich glaube, es war Topsmania. Ja. Und die haben das auch sehr gut gemacht. Da hatten wir dann nur einen Durchgang, ein Spiel.
weil es zur Einführung mal war, so zum Testen. Ja, hau rein, Nick, schlaf schön, schöne Nacht, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns ja morgen auf YouTube 20 Uhr, wenn es mir wieder richtig dreckig gehen wird, ne? So, liebste Mama, bist du noch da, ne? Ein Wort hätte ich noch. Jetzt hast du die Option, liebste Mama. Entweder, wenn jetzt hier kein anderer mit in den Chat reinkommt, und es sieht wohl nicht danach aus. Ansonsten, ne, also es freut mich, dass ihr zuschaut. Noch mehr freuen würde es mich, wenn ihr in den Chat kommt und euch hier aktiv beteiligt, denn das macht Schizo Streamer aus, dass ihr hier eben bei diesen interaktiven Spielen mitmachen könnt. Würde mich also sehr freuen. Dann kommt in den Chat, zeigt euch, dass ihr dort seid, und dann geht's in die nächste Runde. Ansonsten, liebste Mama, hast du alleine jetzt die Wahl. Willst du das letzte Wort alleine spielen oder soll ich an dieser Stelle für heute den Stream beenden? Dann würde ich mir das Wort fürs nächste Mal aufbewahren. Die Entscheidung liegt bei dir. Willst du noch ein Wort oder soll ich es aufschieben bis nächste Mal? Alles klar. Gut, ich bewahre es auf. Dann, ja, haben wir jetzt, wie lange haben wir hier? 2,5 Stunden. Ihr wisst ja, ich plane immer, dass ich circa so eine 2 Stunden streame. 2 Stunden ist das Minimum und dann Open End. Insofern sieht man das ja heute, 2,5 Stunden. Und es wäre jetzt sogar noch ein bisschen länger gegangen, wenn wir noch das dritte Wort gespielt hätten. So. Aber okay, ist okay, dann beenden wir das an dieser Stelle. 2,5 Stunden ist ja auch schon eine lange Zeit. Und dann geht es nächsten Dienstag hier weiter. Dort kommt dann das dritte Wort, was ich hier noch habe, auf jeden Fall wieder mit vor. Ich kann ja noch einmal, wenn wir noch einmal kurz zurückzwitschen, mal zur Auflösung. Was hätten wir denn noch für einen dritten Tipp gehabt, falls euch das interessiert? Wäre vielleicht ja ganz interessant, wenn ich das dann immer noch mal zeige am Ende. PC wäre der dritte Tipp gewesen. PC, dann, ne, das wäre das Spezielle gewesen, ja, an dem Computertisch. Das wäre der dritte Tipp gewesen. Und vorhin in der vorigen Runde hatten wir ja, welchen Begriff hatten wir dort? Kunstausstellung, genau, da war ja der erste Tipp Bild. Und der zweite Tipp wäre, glaube ich, Museum gewesen. Und der dritte Tipp weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Naja, das können wir ja auch mal so verinnerlichen, dass wir am Ende die Tipps immer noch mal alle zeigen, auch wenn man das Ganze vorlösen konnte. Ja, gut. Also, meine Lieben, morgen ab 18 Uhr bin ich wieder hier auf Twitch mit Real Talk. Jeden Abend ab 18 Uhr melde ich mich hier und plaudere ein bisschen mit euch, halte euch auf den Laufenden und erzähle euch immer, was so gerade bei mir los ist, was mir durch den Kopf geht. Und ihr könnt es dann genauso machen und in den Chat raushauen, was euch so beschäftigt oder was ihr vielleicht von mir wissen möchtet. Wie auch immer, dann stehe ich euch zur Verfügung jeden Abend auf Twitch 18 Uhr. Und morgen ist es dann wieder soweit, 20 Uhr auf YouTube, dann wieder, was ihr wollt. Ja, und dann auch leider das letzte Mal mit dieser Runde, was ihr wollt. Der vierte und letzte Teil. Und morgen geht es mir dann nochmal richtig ans Höschen. Ja, da geht es dann nochmal richtig rund. Morgen also zum letzten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und dort vorbeischaut. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Nick. Vielen Dank an liebste Mama fürs aktive Mitmachen. Dann, freue ich mich auf morgen. Real Talk,
und dann YouTube. Wir sehen uns. Tschüss. Auf Wiedersehen.